Es ist der 11. März 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern er hat wieder seine Sendegärtner dabei. In dem Fall den lieben Lars. Guten Abend, lieber Lars. Schönen guten Abend allerseits. Wunderbar. Und der liebe Sebastian ist auch da. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und in einer trüben Gegenwart, wo wir pandemische Probleme immer noch hin und her bewegen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, vielleicht mal ein bisschen in die Fantasie abzutauchen. Und vielleicht könnte Science Fiction da ja eine gute Idee sein. Und dafür haben wir zwei Experten dabei, nämlich den Alex. Guten Abend, Alex. Schönen guten Abend, boah, bin ich aufgeregt. Das ist doch richtig so. Und den Christoph. Guten Abend, Christoph. Hallo Martin, grüße dich. Das ist schön. So, wer sich jetzt fragt, was sind das für zwei Stimmen, die kenne ich gar nicht. Herzlich willkommen im Club. Ich kenne die beiden Herren auch nicht. Also wir kennen uns ungefähr 10 Minuten jetzt oder 20, keine Ahnung. Ihr macht das Radioprojekt Radiofreies Erdruss. Und genau. Da geht es im Wesentlichen um Perirodan. Sagt man Rodan oder Roden? Roden? Wie Rodendron? Rododendron? Wie sagt man denn da eigentlich? Das as you like. As you like, genau. Also rein nominell kanonisch gesagt, ist Perry Roden ein deutschstämmiger Amerikaner. Insofern könnte man sagen Roden. Man kann aber auch Rodan sagen oder Roden, wie man mag. Also ich habe angefangen, Perry Roden zu lesen, da war ich zarte 13 um den Dreh, hatte mit Englisch noch nicht so viel am Hut. Insofern war für mich alles Deutsch gesprochen. Also insofern war das damals Perry Rodan. Ja, zwei A's. Mit zwei A's, wohlgemerkt. Mit zwei A's, Minimum. Also insofern, dadurch, dass es es gibt die Hörbücher, aber im Kern kann man, glaube ich, da machen, was man möchte. Gut, okay. Die näheren Details kommen wir vielleicht noch später dazu, aber ihr seid erstmal herzlich eingeladen. Ich bin total überrascht, kaum hatten wir euch angesprochen. Die Geschichte ist ja so, man könnte jetzt sagen, boah, was ist denn eigentlich hier diese Woche? Das ist irgendwie die galaktische Woche auf Kabel 1. Ja, gestern kam Gravity, habe ich tatsächlich mal reingeguckt in diesen Film, der mich damals so begeistert hat und ehrlich gesagt im Fernsehen und mit Kabel 1, wo irgendwie stundenlang Werbung dazwischen ist, das ist ja grauenvoll, das kann man überhaupt nicht, das ist ja schlimm, wirklich, also es war wirklich, und die Musik, der Ton, das war alles eine Grütze, also wirklich, das hat mich nicht so richtig abgeholt, und aber heute ist Starship getestet worden, Druckbetankung, es ist wieder ein, wie heißt denn diese Rakete von Elon Musk mit 60 Starlink-Satelliten geflogen, wie heißt die? Irgendwas mit 9? Falcon 9, genau. Und war diese Woche nicht auch noch irgendwie die Erinnerung an den ersten Shuttle-Flug? Ja, ne? Also, war ganz schön was los im Weltall sozusagen. Und dann haben wir hier das Thema Perioden. Und dann wird es auch noch im Methodisch Inkorrekt-Podcast erwähnt. Also, es war nur am Rande, aber ich habe mich doch sehr gewundert. Irgendwie, es liegt was in der Luft. Der Herr hat ja auch Geburtstag, 60 Jahre Perioden dieses Jahr. Ach was, auch noch? Yes, guck mal, 60. Der ist noch älter als ich. Sachen. Dolles Ding. Und sein kleiner Sohn Perineo wird dies Jahr schon 10. Perineo? Ich glaube, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich noch dazu, genau. Wir verwirren jetzt mal nicht gleich in den ersten 5 Minuten die Leute. Wir warten damit mindestens noch eine halbe Stunde. Das klingt wie ein Getränk, aber das ist Perrier, ne? Darauf erstmal eine Dose Perrier. Eine Dose frische Luft, so. Um dem auch noch den Affen zu geben. So, jetzt erwarten die Zuhörer und Zuhörerinnen die neue Ernte und ich muss gestehen, ich habe sie nichts vorbereitet bekommen. Ich weiß, dass der Kompott uns wieder so ein paar schöne Tweets reingeworfen hat, aber ich habe irgendwie keine Gelegenheit gefunden, überhaupt mal da reinzugucken und wollte alles vorbereiten, habe ich natürlich nicht getan. Ich glaube, wir kriegen das nicht auf die Kette. Außer ich würde mich bedanken bei Dirk Prims,
Der hat nämlich Grüße ausrichten lassen. Das fand ich total niedlich, weil ich beim letzten Mal einiges durcheinander geworfen habe. Da habe ich ein Angebot von ihm als Setzling irgendwie benannt, was aber schon gar nicht mehr existierte und also maximale Verwirrung gestiftet. Daraufhin hat er gesagt, ja, falls ich dann doch mal irgendwann irgendwas von ihm hören würde, hat er in seinen Podcast gesagt, sollte man mich grüßen. Und tatsächlich gibt es Menschen, die ihn hören und mich gegrüßt haben. Erstaunlicherweise. Also, dass sie mich gegrüßt haben, nicht, dass sie ihn hören. Ah, Hilfe, es wird schon wieder schlimm. Okay. Denn die anderen Zuschriften. Ach du Scheiße, ich habe die Kommentare gar nicht geprüft. Leute, ihr habt heute mit Schorten Martin zu tun. Also ich habe bei den letzten Episoden geguckt, da waren keine neuen Kommentare. Ja, weil ich sie nicht freigegeben habe. Ach so, ja. Nun, ich tut mir leid, Martin. Immer rein in die Wunde. Also manchmal ist ja auch gar nichts. Ich meine, wir leben natürlich von der Wahrnehmung, aber manchmal ist eben das Leben dominant. Wir haben gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, also es geht manchmal nur, was eben geht. Und wenn gerade mal nicht mehr geht, dann geht eben nicht mehr. Und ich weiß nicht, also wir haben es ja auch von anderen schon gehört. Herr Schaasen beispielsweise hat auch irgendwie seinen Rhythmus von wöchentlich auf dreiwöchentlich geändert. Jörn Schaas, Freiner Podcast zum Beispiel, weil das Leben irgendwie anders ist als sonst. Und ich habe das Gefühl, mein Leben ist auch irgendwie anders als sonst. Irgendwie mache ich viel weniger und gleichzeitig habe ich noch weniger Zeit. Also das ist ganz komische Gemengelage. Und komme irgendwie, habe das Gefühl, ich hechel hinter allem hinterher. Und dann lassen wir heute mal einfach die neue Ernte so weg. Sag einfach nur pauschal Danke an alle, die an uns gedacht haben. Beim nächsten Mal mache ich das da wieder gründlich. Hoffentlich. Ich verspreche nichts, dann brauche ich noch nicht zu halten. Kommen wir direkt auf die Gartenbank. Los jetzt. Ich bin ja echt verblüfft. Ich habe vor einer Stunde den Tweet, den ich eigentlich heute Mittag losschicken wollte, rausgeschickt. Heute geht es um Perry Rhodan. Und ich sehe gerade endlos viele, oder recht, naja, was ist endlos? Ich übertreibe wieder maßlos. Doch recht viele Tweets und Likes und Retweets und so weiter. Also da, ihr habt da wirklich ein Thema, was irgendwie die Menschen bewegt. Das finde ich total faszinierend. Aber bevor wir dahin kommen, eingangs gesagt, wir kennen uns ja gar nicht. Erzählt doch erstmal so ein bisschen, wer ihr denn eigentlich seid. Also ihr seid eigentlich ein Team von drei Leuten, von denen sind jetzt zwei da. Alex und Christoph. Mhm. Also im Kern ist unser Podcast-Team da, sag ich jetzt mal. Also bin der Alex, ich bin Perry Rhodan-Leser seit 1988. Durchgängig. Da gab es noch D-Mark. Da gab es noch D-Mark, genau. Vierstellige Postleitzahlen. Ja, hallo Rolf. Genau. Und Reiter hieß noch, Twix hieß noch Reiter. Genau, so einiges hieß da noch anders, ne? Also insofern. Was? In Alex 1988. Nee, du bist seit 19. Seit 1988, da lebte ich ja schon eine Weile. Und zartes Alter von 13? Dann könnte man rückrechnen. Oder habe ich mich. Ja, irgendwas in die Richtung. 88. Also und so auf jeden 13. Fall. Ja, bitte. Jetzt rechnen die nicht rechnen, sonst habe ich mich umgefallen. Also auf jeden Fall. Und habe jetzt irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, Podcasts zu hören. Warum? Über, wie auch wie immer. Wie kamst du auf diese Idee? Was? Podcasts zu Podcast hören? Und, ja, ich meine, vor ein paar Jahren, im letzten Jahr anfängt, Podcasts zu hören, braucht man ja niemanden zu fragen. Aber vor ein paar Jahren, als das noch so ein bisschen. Ja, man randständig war? Glaube ich, in Deutschland, glaube ich, irgendwie die Podcast-Szene ja in so Wellen. Ich bin eigentlich Spätstarter. Mhm. Es gab da ein Tabletop-Spiel namens Star Wars X-Wing.
Und da bin ich in irgendwann, habe mich dann irgendwie mal umgeschaut, was gibt's da so alles, und bin auf eine Reihe amerikanische Podcasts gekommen, die sich einfach mit dem Thema X-Wing beschäftigen und dann irgendwie Spiel und Taktik Besprechungen machen und sonst irgendwas. Und dann dachte ich mir, oh, ich bleib mal dabei, vielleicht werde ich ja besser. Also in diesem Spiel, da gibt es auch irgendwie Turniere. Ja, ja. Nicht beim Podcast, ne? Bei den Amerikanern, ja, hatte ich jetzt so verstanden, ja, jedenfalls. Aber also in dem Spiel, das hat nicht ganz geklappt, aber ich fand dieses, jetzt war ich einfach in diesem Medium einfach irgendwo drin, ne? Und so wie jetzt irgendwie ja der Drosten, ja, so eine Einsteigerdroge für viele jetzt irgendwie letztes Jahr war in der Podcast-Szene, wie auch für meine Frau zum Beispiel, die ist auch über jetzt komme ich auf den Namen nicht, Corona-Update. Coronavirus-Update vom NDR. Zum Podcast hören gekommen. Und auf jeden Fall hat mich dieses Medium einfach viel, viel irgendwie besser geflasht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich den Leuten lieber beim Reden zuhöre, als auf YouTube den Leuten beim Reden zusehe. Also das waren diese ganzen Literatur-Vlogs, die es da so gibt. Das hat mich irgendwie gar nicht so geflasht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe Bock, sowas zu machen. Und dann habe ich mir ein paar Leute gesucht und habe einen mit viel Krampf, weil auch die Technik nicht so funktioniert hat, einen Podcast zum Thema X-Wing gestartet. Auch schon mit Studio Link und Ultraschall, selbstverständlich. Oha, der feine Herr, gleich groß eingestiegen. Ja, super. Ja, ich hatte da einen Freund, von dem wusste ich, der podcastet. Dann habe ich gesagt, hier Stefan, was mache ich da? Ich würde da gern mit Skype, bla bla bla. Und der so, vergiss Skype, nimm Ultraschall und Studio Link. Und ich so, ja, aber bla bla bla, so und so. Und er so, nix, nimm Studio Link und Ultraschall. Und dann habe ich das immer mal wieder probiert. Und ja, bis ich irgendwann dann Ultraschall und Studio Link probiert habe. Und da bin ich halt nicht mehr weggekommen von. zu Recht, ne? Auf jeden Fall von dem Podcast, 12 Parsec bis Kessel. Gab es dann aber nur eine Folge. Das hat dann irgendwie, hatten Probleme mit der Technik, terminliche Probleme und so weiter. Aber war dann einfach schon cool. Und einfach das Feedback, was man damals aus der Community hatten, war irgendwie da und dann euphorisch. Und dann war es einfach so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist schon ein geiles Medium. Da willst du eigentlich gerne noch was mit machen. Und habe dann irgendwie relativ lang rumgesucht und habe dann ein Thema gesucht, wo ich auch das Gefühl hatte, da kann ich auch irgendwas halbwegs Qualifiziertes zu sagen. Und dann dachte ich mir, oh, Periron, du hast früher Rezensionen über Peri geschrieben, vielleicht wäre das ja was. Aber dachte ich mir dann, da gibt es bestimmt ohne Ende Zeugs schon. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, es gab damals einen einzigen Podcast, der sich auch mit dem Thema Periron auseinandergesetzt hat. Und die haben sich auch noch mit der Vergangenheit beschäftigt. Also die machten damals relativ regelmäßig einen Podcast den Monat über halt diese Silberbände, die halt die Serie von hinten so ein bisschen erzählen. Und dachte ich mir, oh, da ist ja nicht viel da. Aus der Nummer kommt es jetzt nicht mehr raus. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut, meine Friendslist bei Facebook durchgeguckt. Wer liest denn da Periroden? Mit wem kennst du denn, mit dem du Bock hättest? Ja, und dann wusste ich, dass der Christoph noch gar nicht so lange liest. Und dann habe ich den angesprochen, sag mal, hast du Bock? Und dann hat er den Sebastian gemacht und ist nicht schnell genug weggekommen. Ich zitiere da den Podlovers Podcast, wo der Sebastian ja da war und das mir erzählt hat, das kam mir mehrfach vor. Also, so vielen und dann sagst du Sebastian, jetzt habt ihr das Prinzip erkannt oder irgendwie sowas. Da musste ich auch sehr lachen, da musste ich schon wirklich sehr lachen. Das war gut, oder, das ja erzählt. Dann hat es eine Weile gedauert, bis wir dann angefangen hatten, so mit Homepage bauen und Struktur und Namen finden und so weiter. Und dann ging es dann November 2019 ging es dann los, ne? Erste Sendung gemacht und sind in der Community ja auch wieder ganz gut aufgenommen worden und ja, seitdem sind wir auf Sendung. In der Community der Periroden Leser ist das Audioangebot gut aufgenommen worden? Oder in ja, hätte natürlich Community. Irgendwie, hätte natürlich irgendwie, ich muss gestehen, das war so der Moment für mich zu sehen, dass die Welt nicht auf uns gewartet hat. Ich sah dann die ersten Abrufzahlen und dachte mir, oh, das hätte ich mir mehr vorgestellt. Aber ja, man musste dann so ein bisschen einfach mal so ein bisschen in der Realität ankommen. Und seitdem ist es so, dass ja, man kennt uns, gibt einige, die uns hören und die Abrufzahlen sind stetig am Wachsen, am größer werden. Und so hat man das Gefühl, dass man Spaß an uns hat. Wir haben Spaß am Podcasten und schön.
Ich habe mir damals so vorgestellt, als ich so angefangen habe und plötzlich hatte ich irgendwie 80 Zuhörer. Ja, mein Gott, ein ganzer Reisebus voller Leute, die wollen alle zuhören. Was für ein geiles Gefühl. Und dann kamen irgendwann zwei Reisebusse und dann waren es drei und das wurde immer irrer. Also ich finde, also die Vorstellung, zwei oder drei Reisebusse voll Menschen wollen dir zuhören, finde ich irre. Also da habe ich immer noch so vor Augen einfach so. Das ist, wenn das noch viel mehr sind, ist mir schon unheimlich irgendwie. Aber ja, vor allen Dingen, wenn man es merkt, wenn man halt merkt, dass es halt nicht weniger wird oder gleich bleibt, sondern dass es halt immer ein bisschen mehr wird, dass man schon das Gefühl hat, einfach, das ist dabei. Und wir hatten einfach so ein paar Leute von Anfang an, die dann eskaliert sind und gesagt, oh geil, endlich neue Folge, radiofreies Erdbus und so weiter. Und man ja, wirklich, auch wenn es nur eine Handvoll waren, die sich da wirklich äußerten, man hatte wirklich das Gefühl, es gibt Leute, die haben an dem, was wir machen, richtig Spaß. Und das ist einfach auch so motivierend, da sowas was zu machen. Und das macht dann auch einfach, das gibt einem auch so einen Schub dann zu sagen, ey, komm, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und eine neue Folge vorbereiten. Und dann geht's weiter. Also du bist sozusagen der geistige Vater von der Idee. Das ist richtig. Aber ohne Christoph, das hat sich einfach auch so schön und perfekt ergänzt, weil der Christoph einfach da auch ganz andere Dinge mitbringt, einfach ein ganz anderes technisches Verständnis, was so Webseiten und so anbelangt. Und ja, wie gesagt, wir nehmen auf mit StudioLink Ultraschall, das geht so auf meine Spur, aber Christoph direkt gesagt hat, nee, wir hosten das selber über Podlove. Und ich so, ja, aber Prodigy, bla bla bla. Und er so, nee, wir hosten das über Podlove. Wenn, dann in richtig, ja. dann will ich den Daumen drauf haben. Genau. Und Christophs Frau macht die Grafiken für uns und das war einfach irgendwie so, hat sich einfach so eine geile Truppe einfach gefunden, die sich so geil ergänzt. Und dann hatten wir, und dann bin ich auch gleich fertig mit der Vorstellung, und dann hatten wir dann geschaut, wer reagiert so auf uns und so weiter und dann kam halt der Markus dabei, der halt öfters mal irgendwie sich dazu geäußert hatte und dann haben wir irgendwie eine Sondersendung gemacht und hatten ihn eingeladen und das hat auch irgendwie super funktioniert und dann hat er angefangen, so ein, zwei Sachen für uns zu schreiben, also der Markus ist eher so, der dann auf unserem Blog eher Sachen schreibt und der Interviews dann eher schriftlicher Form macht. Also das ist eher so seine Spezialität, seine Stärke. Wir versuchen ihn immer mal wieder in den Podcast zu ziehen. Da hat er aber auch gesagt, so nach dem Motto, ja, ich komme halt gelegentlich dabei, aber so regelmäßig muss gar nicht sein. Und dann, ja. Oh, so schweigende Podcaster kenne ich auch. Genau. So bringt er aber auch noch, sind gemein. wir haben aber auch gemerkt, dass das auch nochmal eine ganz andere Klientel wie an Leuten dann zu uns bringt, die den Podcast vielleicht nicht so interessieren, die dann eher die Sachen auf der Webseite lesen. Ja. Also insofern, so ist es einfach, dass das radiofreies Erdrus dann einfach auch so eine Sache, die auch dann verschiedene Felder einfach bedient und was dann einfach die ganze Sache nochmal irgendwie zu einem cooleren Projekt macht von unserer Seite aus. Eine Frage noch an Alex, bevor der Christoph dann kommt. Was ist Erdrus? Kommt das aus dem Periroden? Genau. Erdrus, okay. Erdrus ist ein Planet in der Periroden-Serie, wo die Erdruser leben und diese sind also ein Kolonialvolk, sag ich jetzt mal, von Terra, die also ehemals von der Erde dann aus besiedelt worden sind. Und dieser Planet wird irgendwann von den außerirdischen Arkoniden besetzt. So. Und dann, das ist auch der Band 2030, der heißt auch Radiofreies Erdrus. Und da bildet sich halt ein Piratensender, der so ein bisschen den Widerstand gegen die Besatzer organisiert und das ist das Radio Freies Erdrus und da kommt unser Name her und deswegen betiteln wir unsere Jungs, die halt ab und zu dann auch schon mal hier, also jetzt hoffentlich nicht mehr, am Mikro vorbei flanieren als die arkonidische Besatzungsmacht. So, also da steckt also in der Geschichte von Perioden schon die Geschichte eines Radiosenders drin und ihr habt das dann quasi in unsere Gegenwart sozusagen übernommen. Genau. Schön. Genau, als es am Anfang um den Namen ging, da hatte der Alex so ein bisschen Richtung Nachrichtensendung gedacht als Titel. Ich hatte dann eher die
Idee, dass es so eine Gastro, so restaurantmäßig, so ein Bargespräch, also war meine Idee eher, dass man so eine Art Restaurantname nimmt. Schlussendlich sind wir dann bei Band 2030 radiofreies Erdruss gelandet. Das war dann so, ich habe mich dann irgendwie hingesetzt und dann so eine ganze Reihe von Namen einfach mal aufgeschrieben, die habe ich dann rübergeschickt, dann hat Christoph das kommentiert. Genau. Ja, jetzt, ich habe dann teilweise wirklich Sprechproben aufgenommen, wie sich das spricht. Ja, wie es klingt, genau. Ja. Ja. Dann hat er das kommentiert, dann haben wir das wieder über den Haufen geworfen und irgendwann so irgendwo im Vorbeigehen, ich hatte radiofreies Erdruss auch schon mal auf der Liste und habe das dann verworfen und dann nochmal, kam es nochmal irgendwo auf, Christoph schreibt, hier, guck doch mal, was hast du denn, was hältst du denn davon? Und dann merkt, dann war es drin und dann hat man das irgendwie in den Hirnwind, dann rotierte das so durch die Hirnwindungen. Und dann war es da und dann. Also schöner. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Erdruss, weil das ist so ein, das ist ja ein Eigenname und hatte ich keine Assoziation mit, aber mit Radio und Freiheit, da hatte ich total positive Assoziationen sofort. Ja, das kann man nicht anders sagen. Okay, danke Alex für den Moment. Jetzt kommen wir mal zum Christian. Du bist also angefragt worden, willst du nicht mitmachen? Und dann, wie war das denn? Erzähl mal. Ja, also wie war das? Ich war überrascht. Vielleicht noch kurz vorweg. Ich bin weder so lange Periläser wie der Alex, noch bin ich so alt wie der Alex. Das heißt, bin später dazugekommen zum Perilesen. Auch bin ich später etwas später auf dieser Welt erschienen. Wir zwei kennen uns jetzt dann seit fast 20 Jahren. Wir haben uns kennengelernt über ein MMO. World of Warcraft. Multiplayer Online Roleplay Game hieß es damals mal, oder diese Genre gibt es immer noch. World of Warcraft, also sprich, eine Menge Leute treffen sich auf einem Server, kloppen sich entweder gegenseitig oder erfüllen zusammen Aufgaben. Ach, so ein bisschen wie Workplace. Nicht Work Adventure, so heißt das. Workplace ist ja das Facebook von für Firmen. Ah, wir haben es durcheinander gebracht. Work Adventure. Nein, da wird sie nicht gekloppt, Entschuldigung. Du bist zum Beispiel froh. Man trifft sich auf einem Server. World of Warcraft ist natürlich ein bisschen was anderes als was uns zum Beispiel der Christian letzte Mal erzählt hat. Genau. Aber da hast du, also da gibt es doch zwei Lager, ne? Genau, da gibt es zwei Fraktionen. Wir waren in derselben Fraktion. Aha, wir waren aber dann nicht in derselben Gilde, sondern Gilden. Haben, genau, das war das Wort. Danke. Genau. Erzähl. Da waren wir aber am Anfang nicht in derselben Gilde, sondern waren in zwei verschiedenen Gilden, hatten aber immer wieder mal miteinander zu tun. Und so ist dann der Kontakt entstanden. Dann war ein paar Jahre lang Stille und irgendwann bin ich auf das Thema Perry Roden aufmerksam geworden. Und zwar lief 2014 auf Phoenix eine Dokumentation, die heißt Perry Roden, unser Mann im All. Und der Name hat mich fasziniert von der Doku, weil ich erst gedacht habe, ja gut, da wird es irgendwie um einen echten Astronauten gehen und dann nehme ich das Ding auf. Ja. Und habe mir die 90 Minuten angeschaut und war dann vollkommen geflasht von der Idee hinter Perry Roden und von diesem ganzen Universum. Und dann bin ich mit Alex ins Reden gekommen, weil wir dann zwischendrin auch mal Herr der Ringe online gespielt haben, also ein weiteres MMO. Und da hat mir dann erzählt, ja, er liest und da gibt es einmal diese klassische Erstausgabe, die wöchentlich erscheint, seit mittlerweile 60 Jahren, ununterbrochen, also jede Woche ein Band, mittlerweile über 3100 Romane. Oder du willst das Neuere lesen, das erscheint alle zwei Wochen. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn, dann fange ich mit dem Original an und habe dann mit den Hörspielen angefangen, die es da gab. Und habe dann angefangen, die Silberbände nachzuhören, erst bei Google Music und später dann bei Spotify. Und er hatte mich dann mal eingeladen zum Frühstück. Also wir wohnen etwa knapp 3 Autostunden voneinander entfernt. Er in der schönen Pfalz, ich in der Nähe von Freiburg. Wir waren da auf dem Weg zu meinen Eltern, die oben in Ostfriesland wohnen. Und wir waren dann bei denen zum Frühstück und dann sitzen wir da am Frühstückstisch und hinten dran so ein kleineres Regal an Gesellschaftsspielen und ganz oben dann auch so, ja, ein paar Bücher. So sehr viele davon Silber.
Und ich so, ah, oh, du liest ja, oh, Perry Rhodan, geil und überhaupt. Und oh, dann hat er mir dann drei Silberbände auf CD mitgegeben. Also es gibt die Silberbände nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören, weil sie vertont sind als Hörbücher. Da habe ich mir dann reingehört. Das waren die ersten drei Hefte des Meister der Insel-Zyklus. Ich denke, zu diesen ganzen Zyklen, Silberbänden kommen wir nachher mit Sicherheit noch gesondert. Und da war es dann um mich geschehen. Da war dann wirklich der Knoten geplatzt. Dann habe ich nachgehört und fand es alles richtig geil. Habe dann versucht, mit Band einen alten Zyklus nachzulesen. Dann kam aber vor mittlerweile etwas über 2 Jahren Heft 3000 raus. Und da bin ich dann in die aktuelle Auflage eingestiegen. Und dann kam im, ja, wann war das? Frühsommer, Sommer vor 2 Jahren, 2019, kam dann von Alex die Frage, du, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Ich so, okay. Mit dem Thema Podcast war ich bis dahin eigentlich noch so gar nicht in Berührung gekommen, zumindest nicht gesprochene Inhalte, musikalisch ja. Da habe ich da schon 2, 3 Podcasts auf, in dem Falle iTunes in der Bibliothek gehabt. Aber Spoken Word, nee, gar nicht. Dann habe ich da ein paar Tage drüber geschlafen und habe dann Alex geantwortet, ja komm, ich probier's, mach mal's. Am Anfang bin ich vielleicht noch nicht ganz so begeistert davon, aber wenn ich mal Feuer und Flamme dafür gefangen habe, dann bin ich dabei, dann bin ich vollends dabei. Ja, und dann ging das am Anfang los. Ja, was machen wir denn? Ja, machen wir eine Facebook-Seite. Dann habe ich dann nur gesagt, nee, komm, nicht jeder ist bei Facebook, wir machen eine Webseite. So, und dann wurde das Ganze immer größer. Eine der größten Sachen war dann natürlich die Entscheidung, okay, wo hosten wir die Podcasts? Machen wir das selber oder nutzen wir dafür einen Dienst? Und waren bei mir dann im Grunde genommen 2 Dinge dafür ausschlaggebend, warum ich es selber hosten will. Zum einen, warum soll ich Geld einem Dienstleister dafür zahlen, dass er mir das hostet, wenn ich auf derselben Seite ausreichend Webspace zur Verfügung habe und es gegebenenfalls selber abbilden kann? Und das zweite war dann, nee, wenn wir es machen, dann will ich selber die Hoheit über die Daten haben und dann genau wissen, okay, was lade ich hoch und im Zweifelsfalle kann ich es dann auch wieder runternehmen und bin nicht auf die, auf die Anwesenheit, Reaktionszeit und Zuverlässigkeit von einem Dritten angewiesen. Mhm. Ja. Und so ging das Ganze dann im Mitte, Ende November 2019 ging das dann live. Wir wurden dann auch in der Datenbank podcast.de wurden wir dann auch schon gefunden, weil wir die Folge schon online hatten, aber war doch noch nicht, meine ich, oder? Fühlt war, oder was fühlt, weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein brasilianischer Leser, der uns gefunden hat. Keine Ahnung, wie der darauf gekommen ist, weil wir hatten vorher nichts gesagt. Ja, also der Christoph schickte mir dann irgendwie, wir hatten dann irgendwie so den Plan, irgendwie 1 oder 2 Wochen später irgendwie offiziell rauszugehen, hatten die Folge auch schon aufgenommen und Christoph schickte mir irgendwie relativ früh morgens irgendwie einen Eintrag, hier guck mal, wir sind jetzt in dieser FÜD-Datenbank, die war uns zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unbekannt, der gute Christian möge uns verzeihen, jetzt sind wir natürlich treue FÜD-Anhänger. FÜD-Diverse ist übrigens schon als Link gesetzt auf unserer Homepage. Mit entsprechendem Raum. Und auf jeden Fall, da gibt es halt diesen brasilianischen Fan, den Dio, der auch weder Deutsch noch Englisch spricht und sich die ganzen Sachen irgendwie übersetzt oder sonst irgendwas. Und der muss bei FÜD einen Perioden-Alert gesetzt haben. So, das heißt, noch bevor irgendwie, Christoph schickte mir irgendwie diesen Link, guck mal, wir stehen jetzt in dieser Datenbank drin und ich dachte mir so, okay, Hammer Zeit, wer bitteschön sucht denn jetzt genau in dem Moment danach Perry Rhodan? Und das war genau der Moment, in dem der Dio unseren Link in sämtlichen Perry Rhodan Facebook-Gruppen durchgeteilt hatte. Also, ne? Und das dann bin ich irgendwie, kommen die Sachen einfach zusammen. Super. Genau, und dann bin ich total panisch
und hab mich hingesetzt und angefangen, irgendwelche Texte zu schreiben, schnell noch für die Webseite, für Facebook, fürs Forum, für sonst irgendwas. Ja. Weil das war ja alles nicht vorbereitet. Wir hatten ja eigentlich. Und du wolltest die Welle reiten, ne? Ja, klar. Dann dachte ich mir, wenn dann jetzt, weil jetzt ist das Kind im Brunnen. Ja. Das Internet vergisst nichts, dann war das Kind im Brunnen. Ja, ja. Oh, da bist du aber, glaube ich, warm geworden. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, schwimmen oder absaufen, ja. Wir haben versucht zu schwimmen. Ja, hat ja auch mal geklappt. Die Webseite ist ja edel, hast sich da sehr alle gut Türen aus. Um mich herum zugemacht und habe gesagt, Leute, ich brauche jetzt gerade mal einen Moment. Ja, also glücklicherweise Webseite und so weiter, das stand vorher schon, weil wir haben gesagt, wir gehen erst dann wirklich raus damit an die Öffentlichkeit, wenn das Ding im Grunde genommen steht. Nicht, diese URL ist reserviert oder hier entsteht eine Internetpräsenz. Nee, hier, fertig. Jetzt können wir waren auch jetzt schon gehen durch. Wir raus. Wir waren auch schon abgenommen. Also insofern, wir hatten schon unseren Testhörer gehabt, unseren Hörer Nummer 1, wie er heißt, und der hatte uns auch schon einen Daumen hoch gegeben. Und dann waren wir safe und wussten, jetzt können wir damit eigentlich rausgehen. Das beruhigt dann natürlich schon mal so ein bisschen, wenn man weiß, also eine Basis ist schon mal da, die funktioniert halt schon mal. Ne? Also es fehlt dann, aber manchmal ist es dann mit dem Inhalt das Problem. Also beides kann einem echt Probleme bereiten, Kopfzerbrechen machen. Also entweder hast du ganz viel Inhalt und kriegst das irgendwie nicht auf die Straße, also auf deinen Server, oder du hast vielleicht einen Super-Server laufen, aber dir fehlt es irgendwie so ein bisschen am Inhalt. Und dann, aber naja, das sind so die Freuden und Leiden, das ist klar. Ich glaube schon, sprich erst. Nein, der Gast hat Vortritt hier. Ich glaube, dass unsere erste Folge, ich glaube, es gibt schlechtere erste Folgen als unsere. Bestimmt auch bessere. Also ich habe letztens versucht, nochmal reinzuhören und dachte mir so, meine Fresse, klingt das alles gestelzt und jetzt klingt es eigentlich cooler. Also ich hoffe, wir haben uns doch weiterentwickelt. Aber ich glaube, man sagt ja immer, das haben auch die Minkorrekt-Leute letztens auch nochmal gesagt, der Inhalt muss einfach stehen, dann verzeiht man auch technische Sachen. Ich glaube, wir waren da, glaube ich, möglicherweise haben wir uns sehr viel Zeit genommen, bis wir dann gesagt haben, jetzt trauen wir uns damit raus. Mhm. Oh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir so ein Top-Podcast sind oder waren, aber wir haben uns irgendwie noch echt schon. Was? Also hier, Sendegarten kommt nur Top-Podcasts zu Wort. Also es geht ja gar nicht anders. Sagen wir mal so, wir haben versucht von Anfang an ein vernünftiges Level zu bieten. Sowohl vom Inhalt her als auch von der Technik. Da kommt dann bei mir das Sternzeichen durch mit Stier. Ich will Dinge nicht unbedingt zweimal machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, und das hatte dann halt zur Folge, dass wir auf eine WordPress-Installation umgestiegen sind, dass wir uns eigenen Webspace gemietet haben, dass wir die Dinger selber hosten. Was dann noch hinzukam, als ich einem sehr guten Freund davon erzählt habe, dass wir einen Perry Rodan-Podcast machen, hat er gesagt, weil den kenne ich jetzt auch mittlerweile seit über 20 Jahren. Der war in Freiburg im Musik als DJ tätig, produziert mittlerweile wieder Musik. Der hat gesagt, hey, ich will euch ein Intro machen. Und an dieser Stelle, ich grätsche jetzt einfach mal frech einen Gruß rein an Otto and Greg. Der hat uns das Ding gemacht und ja, es ist einfach ein schönes, rundes Produkt. Meine Frau kommt dann hat dann mit Photoshop die Grafiken erstellt. Unser Logo, der Bildschirmhintergrund, alles. Also wir haben versucht, da professionell aufzutreten, weil ich habe die erste Folge von einem anderen Podcast habe ich mal gehört und habe dann festgestellt, also da waren 5 Sprecher drin, glaube ich. Und jeder davon hatte eine andere Sprachqualität. Und ich habe das Ding nach 5 Minuten ausgemacht, weil ich schier wahnsinnig geworden bin. Ja, das wird dann manchmal schwierig. Da kann der Inhalt dann noch so gut sein. Also wenn es zu arg die Ohren kratzt, dann kann man kaum noch folgen. Also der eine ist leise und beim nächsten bläst es dir das Trommelfell durch. Also nee. Ja, auch Phonik ist dein Freund an der Stelle. Ja, ja. Also, bei uns geht auch jede Folge dann noch durch auf Phonik durch. Und ich hatte es schon und Christoph hat sich dann auch das
ich sag mal, Ralf Stockmann Gedenk-Headset gekauft. Also, ne? Danke, Sendegate-Empfehlung. Ich glaube, ich habe das erfunden. Ich freue mich immer, wenn das jemand benutzt, dieses Ralf Stockmann Gedächtnis-Headset oder Tim Pritlaff Gedächtnis-Headset. Ich bilde mir ein, dass ich das erfunden habe. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich freue mich jedenfalls immer, als wenn es meins wäre. Ja. So. Und also insofern war man da zwar günstig unterwegs, aber das Ding hat natürlich auch echt eine solide Qualität halt einfach. Ja, wenn man sich nicht bewegt und wenn man immer schön die Finger auf die Heizung legt, dann brummt es auch nicht. Ja. Ich sitze mit dem Notebook mittlerweile in der Küche ohne Netzteil, weil bei mir ist das Netzteil, das brummt. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Nein. Also diese HMC 660, die, also wie sagt irgendjemand, wenn du eine definierte Umgebung hast und in dieser definierten Umgebung funktioniert das Teil, dann ist das super. Wo man Probleme bekommen kann, ist, wenn man dieses mal mobil benutzt und mal hier ist und mal da ist und mal dort ist, dann kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Es kann immer dann ganz merkwürdige Effekte geben, die kriegt man möglicherweise nicht in den Griff. Und wenn man gerade irgendwo ist und hat eine Gelegenheit, mit irgendeinem Menschen zu reden, eine seltene Gelegenheit, und dann funktioniert das nicht, dann ist man natürlich unglücklich. Also da ist dann immer so die Sache. Wir hatten dann nach eins, zwei, drei Folgen hatten wir dann das Problem, dass in Christophs Spur irgendwie so ein Brummen gab, dem wir nicht auf die Spur gekommen sind. Mhm. Und dann bin ich auch ins Sendegate damit gegangen und da hat man auch versucht, uns zu helfen, ganz nett und so weiter. Und dann hat Christoph sich einfach mal mit dem anderen Rechner in die Küche gesetzt und bam, alles weg. Ja. Ich habe so ein Mehrspurrekorder, wie heißt der denn jetzt? Zoom R24. Grundig 8-Spur-Tonbandgerät? Ja, knapp dahinter. Also doch nur Revox. Auch nicht mehr, leider. Was steht hier? Was habe ich denn hier? Sony habe ich hier. Ein Doppelkassettentag. Tape Deck steht hier neben mir. Da also, ist der Erfinder des Tapes ist übrigens, glaube ich, vor kurzem gestorben. Ein Niederländer. Ja. Mal wieder Philips. Ja. Man hat die Frage gestellt, ob man ihm denn auch einen Bleistift mit ins Grab gegeben hat, damit er aufspulen kann. Solange der Deckel zu bleibt, passiert eigentlich gar nichts, weil dann kommt kein Wind dran, dann kann sich nicht das Band abspulen. Nichts passieren, genau. Nee, aber dieser Zoom R24, der hat ein relativ publikes Netzgerät, versucht aber dann 8 Spuren mit Phantomspannung zu versorgen und dann geht er echt in die Knie. Das Problem ist, ich hatte mal eine Aufnahme mit 4 Leuten gemacht und war eigentlich zufrieden. Also ich fand die Aufnahme gut, hab die dann jemanden vorgeführt und der sagte dann zu mir, willst du das so lassen? Und ich so, wie, was, willst du das so lassen? Da hatte sich in diese ganze Aufnahme ein hochfrequenter Pfeifton hineingetan. Da ich aber einen Tinnitus habe und darauf trainiert bin, hochfrequente Pfeiftöne einfach zu ignorieren, habe ich das natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Dann musste ich mühsam mit einer Audioanalyse bei, was habe ich da genommen? Audacity, da kann man irgendwie so Frequenzen analysieren. Konnte man tatsächlich sehen, genau wo dieser Peak ist. Und dann konnte ich die Frequenz irgendwie da heraus operieren. Ich weiß nicht, wie ich das genau gemacht habe. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Aber seitdem ist mir das Teil auch nicht mehr ganz geheuer da. Also ich kann diese Sorgen, die man mit so einem Brummen oder Knattern oder was auch immer hat und keine Ahnung, wo es herkommt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist nicht so lustig. Wir haben eine Weile dran gesessen dann halt und Christoph kam dann irgendwann an, auch wo das Thema Audacity irgendwie fiel. Ja, ich habe hier einen Filter mit Audacity und damit geht's. Und ich so das Thema hatten wir ja eben schon mal, du sollst keine Götter neben Ultraschall haben. Ja. Das muss mit Ultraschall gehen, sonst geht's nicht. Echte Evangelisten, das ist gut. Es gibt nur einen Gott, genau. Sehr gut. Ralf, ich brauche die 5-0. Ralf, erhöre mich. Der kraut noch die Katze, das dauert einen Moment. So, jetzt lass uns doch mal, wir müssen so irgendwie 2 Dinge gleichzeitig, oder was heißt müssen? Wir müssen gar nichts. Wir sind ja hier privat und wir machen hemdsärmelig. Ach so, das ist die Frage. Habt ihr das von vornherein so als Feierabend- und Spaßprojekt aufgesetzt oder war das schon im Hintergedanken, na, vielleicht kann man das auch mal irgendwie, kann man da mal eine Mark mit, einen Euro mit verdienen? Nee, das war
von vornherein. Es ist auch so, dass wir uns den Namen haben es nicht sichern lassen, aber ich habe mit dem Marketingchef von Periroden auch telefoniert und haben uns den Namen absichern lassen. Und dann natürlich auch, war dann so ein bisschen im Austausch für euer Fanprojekt, für euer sonst irgendwas. Also insofern ist es auch so, dass es war von vornherein klar, das wird ein reines Fanprojekt. Jetzt muss man auch realistisch sagen, wenn man sagt, wenn man an ein Projekt rangeht und sagt, das würde ich gerne irgendwie monetarisieren, dann ist man, glaube ich, bei Periroden einfach auf der falschen Schiene. Weil auch wenn man Periroden immer mal so landläufig kennt und weiß, was das ist und so weiter, es gibt nicht mehr viele von uns, sage ich jetzt mal. Ach ja, ist ein Aussterben. Und das heißt, so groß ist die Szene und die Leserschaft nicht, dass man sagt, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne irgendwie ein Projekt machen und träume davon, das in einer Form zu monetarisieren, dann ist Periroden einfach das falsche Pferd. Aber der Jugendliche an deiner Seite hat gerade schon tief eingeatmet. Da gibt es wahrscheinlich Widerspruch. Nee, da gibt es eigentlich eher nur im Geiste die Unterstützung, als du gesagt hast, eine aussterbende Art, weil der Altersdurchschnitt, ja, der ist über die letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen, nicht gesunken. Also sind die ZDF-Zuschauer ungefähr? Oder? Ja, ich fürchte schon. Ja. Okay. Um ganz kurz das Thema irgendwie nochmal zurückzudrehen, es ist tatsächlich irgendwie so, dass grundsätzlich haben wir gesagt, auf jeden Fall, ja, das soll einfach reines Fanprojekt sein. Ich hätte mir am ehesten nochmal irgendwie vorstellen können, sagen nach dem Motto, wenn sich eine Chance ergibt, warum soll man die nicht mitnehmen? Aber Christoph hat dann von vorne gesagt, so nein, da machen wir nichts, gar nichts. Und damit war das Thema durch. Also insofern ist das bei uns auch irgendwie kein Ding, insofern, dass wir dann irgendwie... Ein Liebhaberprojekt. Ja, genau. Aber wir lassen keinen Hut rumgehen oder ähnliches. Solange wir das Ding selber stemmen können, ist alles wunderbar. Wenn es irgendwann mal daran gehen sollte, dass man es finanziell oder zeitlich nicht mehr stemmen kann, dann muss man einfach drüber nachdenken, ob man es weiterführen will oder nicht. Aber von meiner Seite aus gab es oder gibt es definitiv die Ansage, ich will dafür kein Geld kassieren. Es ist mein Hobby. Ich habe die Kosten soweit geplant, dass man sagen kann, jawohl, das geht alles nebenher, das tut nicht weh. Aber wenn es irgendwann mal eine Dimension erreicht, wo es dann um Geld geht, dann muss man halt einfach drüber reden. Genau, aber das ist jetzt erstmal nicht das Ziel. Gut, dann haben wir euch mal so ein bisschen einsortiert. So. es gibt ja die unterschiedlichsten, sagen wir mal, Verwendungen von Podcasts, also dieses in ein Mikrofon reden und das andere, das da sich halt anhören. Die einen machen da wirklich ihren Hauptjob draus und wollen da irgendwie zum Beispiel Lebensberatung oder Finanzberatung oder Managementberatung oder so mitmachen. Die anderen sind eher als sagen wir mal, Schreibende, also Autorinnen, Autoren oder so als Coaches oder so unterwegs und nehmen das mehr oder weniger nur zum Anteasern ihres Hauptangebotes und manche machen es einfach nur aus reinem Jux oder kleines Nebengeld vielleicht, dass man sagt so, ich mache halb oder so. Gibt ja alles Mögliche und ich war früher eher so puristisch, dass ich gesagt habe, ja, das muss doch alles hier die reine Lehre und alles nur free und wir geben uns alle gegenseitig geben, nehmen und dann, aber inzwischen bin ich da so ein bisschen ruhiger geworden und gesagt, na, wer damit sein Geld verdienen will und macht ein seriöses, vernünftiges Angebot, keine Kaspereien und erzählt auch keine rechtsextremen Geschichten oder was auch immer, ist er doch willkommen, dann soll er das doch machen. Und außerdem, was habe ich schon zu sagen, also die Welt ist groß und voller Wunder und dann macht der eine halt das Angebot und die andere jenes und entweder ich muss gestehen, findet es irgendwo ihren Markt oder halt nicht, dann ist auch gut. Es gibt einfach die Sache, wo ich jetzt sage, wie jetzt im MINT-Korrekt, Hoxilla oder gerade jetzt machen wir die hier Pritlove mit seiner, Meta-Ebene, der halt einfach sagt, Leute, wer mir was geben möchte, kann mir was geben, bin ich sehr dankbar, weil ne, damit verdiene ich mein Geld und wer nicht, dann halt nicht und ich zwinge niemandem Werbung, ja. Patreon oder sonst irgendwas auf. Also insofern, ich finde, da gibt es schon eine sehr faszinierende Indie-Szene und ich hoffe, dass die dann auch sich noch eine Weile am Leben erhält. Ja, das wäre schon schön.
Obwohl so ein Pritlaff nachzumachen, ich glaube, das wird schwierig. Also sich so rein auf seine Userbase zu stützen oder seinen Zuhörer zu stützen, da hat er schon was ziemlich Einmaliges da, glaube ich, aufgebaut. Ja, also wir versuchen ja viele nachzumachen und ich habe schon einige so dann auch wieder einpacken sehen, die dann gedacht haben, ja, ich mache das auch. Nun funktioniert es halt nicht. Und deswegen ist es aber ganz gut, um vielleicht da den Bogen nochmal zurückzukriegen, dass wir einfach sagen, wir stehen jetzt so im Leben, dass wir einfach sagen, wir haben die Zeit, ne, gelegentlich da einen Podcast zu machen und auch ein bisschen Gegenteil, wir nehmen ja kein Geld ein, wir geben eher Geld aus. Und ja. Wir haben auch ein bisschen Merchandise, sag ich jetzt mal, was man nicht kaufen, was man bloß bei uns quasi bekommen kann, indem man zum Beispiel bei uns in die Sendung kommt. Aber insofern, und das gibt es halt einfach nur so. Ende. Schön. Was ist das? Ein Becher? Hier Trinkbecher, wie heißt das? Kaffeetasse oder so? Ja, genau. Ja. Eine wirklich sehr, sehr coole, das muss ich mir erzählen, nicht mir, sondern den Uhlens auf die Schulter klopfen, die da wirklich meiner großartig, Frau. Großartige Tasse gemacht haben. Die ist echt, echt super. Ja, ich habe auch zwei Tassen neben mir stehen. Auf dem einen steht der Bienen-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist auch so ein Liebhaberprojekt gewesen auf jeden Fall. Und das andere ist Podstock. Also ich trinke auch aus Podcast-Gefäßen. So, jetzt würde ich aber gerne mal ganz kurz mal von eurem, wie ihr das macht, wegkommen, sondern mal zu eurem Protagonisten, zu dem Perry Rodan, Mr. Rodan. Der ist... jetzt, ihr habt gesagt, 3000 Episoden alt oder so. Wie soll ich sagen? Ich kenne das eigentlich mehr so, das läuft unter Perry Rodan oder Arztroman. Also so ein bisschen seichte Literatur. Früher sah man tatsächlich Menschen im Bus oder im Wartezimmer bei Ärzten oder so. Die hatten dann diese DIN A5 Heftchen. Groschenromane hieß es mal ganz früher. Ja, genau, Groschenromane, genau. Und jetzt erzähle ich es doch. Ich habe mir das überlegt, ob ich das erzähle oder nicht. Ich bin als Student Taxi gefahren am Wochenende und da habe ich gelegentlich auch im Handschuhfach so Überbleibsel von meinen Kollegen gefunden, die dann, ich habe immer Tagschicht gemacht, dann habe ich den Wagen von der Nachtschicht übernommen und da gab es immer mal so Zeitschriften, Praline oder so und ab und zu auch mal ein Perry Rodan Heft dazu, weil wenn man das so durch hatte, dann war das auch irgendwie ein Wegwerfartikel. Also da hat sich dann nicht mehr so großartig jemand drum geschert. Es ist kein Buch, was man gekauft hat, war so mein Eindruck jedenfalls. Vielleicht werdet ihr gleich sagen, das stimmt gar nicht. Was man so gekauft hat, um es dann auch zu haben, sondern es war einfach Zeitvertreib und man hatte das Ding dann durch und hat man es einfach irgendwo liegen lassen. Und ich hätte da die Gelegenheit gehabt, Perry Rodan kennenzulernen, aber ich habe mich dann für die anderen Zeitschriften mehr interessiert, muss ich gestehen. Dr. Stefan Frank? Nein. So, jetzt aber mal, jetzt reiße ich das mal an mich, weil ich scharre hier schon mit den Hufen. Ja. Im Kern liegst du da nicht so ganz falsch. Man muss da einfach sehen, dieser klassische Heftroman, wo der herkommt. Wie gesagt, Perry Rodan kommt, ist erschienen 1961. Da war der Krieg jetzt noch nicht so lange weg, das heißt irgendwie, klar, Wirtschaftswunder lief, aber es konnte sich nicht jeder Bücher leisten. Nee. So, das heißt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie bei mir ins Wohnzimmer gehe und ich habe die ganze Schrankwand voller Bücher, das war einfach nicht jedem möglich. Und diese Heftromane waren vor allen Dingen... Der Rowohlt auch angefangen, Literatur auf Zeitungspapier zu drucken. Ro ist doch Rowohls Rotationsdingenskirchen irgendwas. Das war genau, weil es eben keine Bücher gab und man hatte auch das Material nicht, dass man dann gesagt hat, wir drucken Literatur auf Zeitungen. Hat das damit irgendwie zu tun? Das kann ich mir gut vorstellen. Das müsste ich gestehen, ist jetzt irgendwie. Okay. Nee, ich dachte, also, das wäre jetzt so sagen. Ich hätte jetzt den Knaller gesetzt, ja, aber das ist vielleicht eine andere parallele Geschichte. Wenn es danach geht, dann müsste Reklamheft auch aus der Zeit sein. Der Fluch der Schule. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, Rodan war tatsächlich Literatur, Actionliteratur für jedermann. Und es war billig. So. Und es gab einfach Massen an Heftromanen. Und der Verlag damals, der das damals initiiert hatte, der hat einfach gesagt, so Leute, gibt es so ein paar Science-Fiction in den 50er, 60ern, war natürlich am Boomen. Wir möchten da irgendwie ein bisschen auf den Zug mit aufspringen.
und hat da dann irgendwie dann diese Roden-Serie ins Leben gerufen, die da auf, weiß nicht, 10, 20, aller maximal 50 Bände angelegt war. Mhm. Und dann kam man auf die 10, man kann auf die 20, man kann auf die 50 und man stellte fest, das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Mhm. So, und dann sagt, okay, komm, wir machen mal weiter, vielleicht schaffen wir ja mal die 100. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass so die ersten 200 Bände, also die ersten 4 Jahre, immer so ein bisschen, da war immer so kürzere Handlungsabschnitte. Mal hier was, mal da was, mal ein Charakter hier ins Rennen geworfen, mal ein Charakter da ins Rennen geworfen. Und zuerst mit Band 200 stellte man fest, ich glaube, das läuft. So, und dann baute man dann den ersten Zyklus mit Band 200 auf, den Andromeda-Zyklus, den Meister der Insel-Zyklus, der auch heute noch einen sehr legendären Status hat, auch teilweise umstritten ist. Und da hat gesagt, so Leute, jetzt probieren wir das aus. Wir bauen jetzt mal eine Geschichte über 100 Bände auf. Also quasi über 2 Jahre. Mhm. Und man stellte fest, am Ende dieser Bände, das läuft immer noch. Lasst uns das nochmal probieren. Okay. Und dann stellte man irgendwann fest, okay, das Ding lief. So. Und dann baute sich ein größerer Autorenstamm dann auf, es wurden mehr Autoren, es kamen neue Autoren dazu, die ersten alten gingen weg und dann lief die Sache halt einfach. Dann konnte man sagen, okay, wir haben jetzt eine Struktur, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und damit ist man dann im Endeffekt tatsächlich bis ins Jahr, ne, 2021 gekommen. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Doku gesehen, ich glaube, da ging es auch um so Serienbriefschreiber. Nein, so Autoren, die quasi solche Groschenromane halt schreiben. Und ich war überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit die da dran gegangen sind. Also das war schon, da habe ich auch gedacht, Hut ab. Also das ist ja auch wirklich gar nicht so einfach. Ich stelle mir das gerade mal vor, du hast ein Projekt, wo du sagst, wir wollen hier 100 Bände haben, in jede Woche ein Band, und ich weiß nicht, wie dick die Dinger waren, aber sagen wir mal 50 bis 100 Seiten muss das wahrscheinlich auch schon gehabt haben. Du brauchst ja einfach Man- und Woman-Power, das überhaupt herzustellen. Und das kann sich doch einer alleine gar nicht alles ausdenken und die Fäden zusammen. Aber andererseits, wenn du eine Mannschaft hast oder eine Frau schafft, Schreibende, die müssen ja irgendwie wissen, was sie da schreiben sollen. Also du brauchst jetzt so eine Art Meta. Vielleicht sollte man das mal erklären. Ja, wie so ein Zyklus entsteht. Christoph, willst du oder soll ich? Gerne. Am Anfang waren es 2 Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben oder die treibende Kraft dahinter waren. Das war Karl-Herbert Scheer und Clark Dalton. Und jetzt mittlerweile sind es ein paar Leute mehr. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Exposé-Team. Das sind momentan 2 Personen. Das ist der Christian Montillon, der nebenher auch noch für die 3 Fragezeichen schreibt, und Wim Wandemann. Die 2 denken sich quasi das große Ganze aus, die große Geschichte. Und die werden unterstützt von, wie viele sind es mittlerweile? Glaube ich, 10 Autoren im festen Autorenstamm, die je nach Zeit und Auftragslage, weil sie selber teilweise auch Bücher veröffentlichen, dann für die Serie schreiben und dann die einzelnen Geschichten quasi umsetzen. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Daneben gibt es dann noch Gastautoren. Zum Beispiel war jetzt ganz frisch ein Robert Corbus dabei mit 2 Bänden. Dann gibt es Andreas Eschbach, der über Perry Rodan zur Schreiberei richtig gefunden hat und der auch immer wieder mal als Gastautor dabei ist. Ja, soll man gar nicht glauben. Ja, da steckt so ein bisschen Naserümpfen drin. Und genau, das ist genau das, was ich dabei, als ich diese Doku da gesehen habe, wie die Leute da dran gegangen sind, wo ich auch gedacht habe, Groschenromane, also das hatte so ein, wirklich so ein, wie soll ich sagen, das stand auf so einer intellektuellen Skala irgendwie
ganz unten. So, ne? Das ist sowas für die einfachen Leute. Es hat was Despektierliches und im Grunde genommen erinnert es auch so ein bisschen an diesen französischen Kulturkampf in den 70ern und 80ern. Auf der einen Seite gab es so die Louis de Funès-Fraktion, die das toll fand, und auf der anderen Seite gab es dann dieses hochintellektuelle Kino und jeder hat über den anderen gesagt, ihr könnt uns mal und ihr habt doch überhaupt keine Ahnung und was erlaubt ihr euch? Jetzt muss man da auch dann aber noch sagen. Wie bei der U&E-Musik, ne? Wo dann auch so Fraktionen. Genau. Ja. Und die Klügsten dabei sagen, ist mir ganz egal, ob da ein E oder ein U davor steht, Hauptsache es macht mir Spaß. Und ja, genauso kann ich mir das auch bei Literatur vorstellen. Also ja, Perry Rhodan ist halt Literatur. Ist jetzt kein Schicksalsroman vielleicht, der vorne anfängt und hinten aufhört, sondern es hat eine fortlaufende Geschichte. Jetzt muss man sich eins anschauen, ein zentrales Element dieser Heftromane, und das ist das Exposé. Also, wo drin steht, was der Autor zu machen hat. Und wenn man sich jetzt einen Arztroman oder so einen Heimatroman nimmt. Ach ja, die gab's ja auch. Heimatroman. Da ist das Exposé, ist zwei Drittel des Romans. Da füllt man jetzt noch die Namen ein, und dann ändert so ein bisschen den Schauplatz und die Zeit, und das ist das Ding fertig. So. Und bei Perry Rhodan ist das schon noch ein bisschen anders. So, das heißt, man hat irgendwie dann die große Geschichte und da bekommt man dann im Zweifelsfall gesagt, pass mal auf, deine Handlung spielt auf dem und dem Planet, da gibt es eine Zivilisation und die denkst du dir gefälligst selber aus. Wichtig ist, da kommt Perry Rhodan an, dann muss ungefähr das und das passieren und dann am Ende hast du bitte den und den Schluss, damit dann der Folgeroman dann auch funktioniert. Ja. Und das kann halt so ein Exposé bei Perry Rhodan kann halt dann immer mal sein, so nach dem Motto, mach was du willst, aber bring keinen um. Oder mach bitte das und bring den um. Also je nachdem, an welcher Stelle wir in der Handlung sind, kann so ein Exposé auch mal starrer oder weicher sein. Und vor allem muss man aufpassen, dass kein Continuity-Fehler da reinkommt, ne? Ja, weil die Autoren schreiben teilweise gleichzeitig daran. Also es ist straff getaktet. Wie gesagt, seit nunmehr 60 Jahren oder aktuell 3108 Heften ist kein Band ausgefallen. Wahnsinn. Also sie veröffentlichen wöchentlich. Es kann natürlich mal sein, dass vielleicht der eine Autor plötzlich nicht mehr kann und ein anderer Autor die Geschichte weiterschreiben muss. Mhm. Das kann passieren, ist in der Vergangenheit immer wieder mal vorgekommen. Aber seit 3108 Wochen erscheint jede Woche ein Heftroman. Jetzt muss man dazu sagen, über der ganzen Sache thront so die Redaktion in Rastatt. Das ist der Chefredakteur, der Klaus N. Frick. Und jeder Autor, der einen Roman schreibt, gibt den also bei der Redaktion ab und der geht dann zum Chefredakteur. Und der liest den, kommentiert den und gibt den quasi zurück an den Autoren bzw. in die Redaktion. Das heißt, der Roman geht dann tatsächlich noch ein paar Mal hin und her und eben die Redaktion in Rastatt mit Klaus Frick und den Lektorinnen, die sorgen dann halt dafür, dass das Ding halt nach Möglichkeit keine Continuity-Fehler hat, was aber natürlich bei so einem Ding immer mal wieder passiert. Ja, ist für euch als Fans natürlich super, sowas zu finden, oder? Macht ja, das, guckt man da nicht so ein bisschen automatisch, was könnte hier vielleicht stimmen? Ja, nicht tatsächlich stimmen, oder? Ärgert es eigentlich tatsächlich eher, wenn man sowas findet. Weil der Punkt ist halt einfach, und jetzt gehen wir vielleicht tatsächlich irgendwie schon mal den Schritt noch ein bisschen wieder zum Podcast zurück, ist was machen wir? Was macht ihr eigentlich? Einerseits besprechen wir, also als wir damals angefangen haben, haben wir gesagt, wie lange soll das Ding denn werden? Da habe ich gesagt, halbe Stunde. Drei, vier Romane besprechen. Wenn wir eine halbe Stunde schaffen, ist vielleicht gut. Haben wir schon viel gesagt bei einer halben Stunde. Die letzte Folge waren anderthalb Stunden. Und das war einfach so. Also wir fangen normalerweise an mit, klar, das war einfach mal so ein bisschen. Also unser Kernthema ist, dass wir die aktuellen Romane besprechen. Das sind in der Regel 4 bis 5 Stück. Also wir stellen kurz den Inhalt vor und dann sprechen wir drüber. Und da muss man halt einfach auch mal sagen, was wir nicht machen, ist, wir machen keine Literaturwissenschaft.
So, wir gehen jetzt nicht hin und sagen, Perry Rhodan verhält sich in dem Roman so und so, das ist ein Symbol für hast du nicht gesehen und sonst irgendwas. Sondern im Kern geht es darum, was hat uns an dem Roman gefallen und was nicht. Und was könnte dieser Roman für die Handlung bedeuten? Oder auch, wo gibt es Verweise in die Vergangenheit? Es gibt dann immer mal wieder eben, dass jetzt gerade dieser vergangene, also Band 3000 bis 3100, immer wieder auch so kleine Vorspiegelungen hatte auf das, was jetzt passiert. Und da gucken wir, was haben wir da gefunden, was haben wir so gesehen. Das sind so diese beiden Aspekte, die wir besprechen. Und dann werten wir grob einen Roman und im Prinzip gibt es theoretisch nur drei Noten, die wir vergeben. Und das ist entweder Daumen hoch, Daumen runter oder neutral. Also dass wir einfach sagen, das war so meine Herangehensweise bei der Sache, ist einfach, hat mir dieser Roman, das ist, wenn ich den Roman, wenn ich das E-Book zuklappe, also Per Rhodan lese ich ausschließlich, oder lesen wir beide ausschließlich im E-Book, wenn ich das E-Book zuklappe, fand ich den Roman, hat er mir gefallen oder nicht? Das ist die Kernsache, weil ne, ist Unterhaltung im Kern. Mhm. Christoph hat das Ganze dann relativ schnell torpediert, weil der kommt dann auch nochmal hin und sagt, ich so, ja, ich fand den Roman jetzt irgendwie gut, Daumen hoch. Und er kommt dann an mit, der zieht dann auch seine Familie mit rein. Ne? Dann so zwei Daumen auf 9 Uhr und einen Daumen auf, hast du nicht gesehen und bla. Und treibt mich dann immer in den Wahnsinn. Das ist irgendwie... Das ist das Subthema, Christoph treibt Alex in den Wahnsinn des Podcasts. Schön. Habt ihr denn ein Abo eigentlich? Also wird man da Abonnent, wenn man, oder muss man dann jedes Mal das Ding neu kaufen? Wie ist denn da der Vertrieb? Es gibt beides. Also du kannst ein Abo abschließen, entweder in digitaler Form oder in Papierform. Ist das immer noch dieses DIN A5 Flatterheft? Oder ja, das ist immer noch DIN A5. Ja. Da habe ich irgendwie ganz rührselige, also ich habe jetzt quasi vor Augen, wie Leute mir gegenüber sitzen, die dieses Ding so halb umgebogen haben und aber ganz vertieft da drin, also wirklich verliebt in das Ding sind, wo sie nicht sehr, sehr gut damit umgehen. Aber es ist ein Gebrauchsgegenstand. Heft kostet 2,30 Euro. Das sieht man heutzutage gar nicht mehr. Heute haben die Menschen ihre Handys vor der Nase. Also das ist ja wirklich ganz altes Motiv, was da gerade bei mir wieder hochkommt. Witzig. Ja gut, also, okay. Abo, also ihr lest es auch. Entweder Abo oder einzelnes Heft kaufen. Beides gibt es sowohl in digitaler als auch in Papierform. Ich kaufe meine Hefte einzeln, ich habe kein Abo. Ich kaufe es hier beim lokalen Buchhändler um die Ecke, zumindest als E-Book. Hintergrund ist der, ich habe ein Tolino und der lokale Buchhändler ist an die Tolino Cloud angeschlossen. Blöderweise ist es der Verlag nicht. Ansonsten würde ich ein Abo bestellen über den Verlag beziehungsweise über den Buchhändler, der mit dem Verlag zusammenarbeitet. Wäre das der Fall, würde ich es darüber machen, weil dann kriege ich das Ding automatisch in die Tolino Cloud geladen, muss nichts mehr anfassen, wenn das E-Book donnerstagmorgens erscheint. So lasse ich es hier über meinen normalen Händler laufen, bestelle dann in der Regel 4 Hefte im Voraus und die Dinger landen automatisch bei mir im Tolino drin. Wie lange brauchst du denn, um so eine Geschichte durchzulesen? Also das sind immer geschlossene Geschichten, also oder geht das auch immer über 3 oder 4 die Handlung? Es gibt geschlossene Geschichten, die sind dann meistens von Gastautoren, wie jetzt zum Beispiel Robert Corvus, der hat jetzt einen Doppelband geschrieben. Die zwei Romane sind in sich geschlossen. Sie haben zwar schon Berührungspunkte mit der großen ganzen Geschichte, aber dadurch, dass es Gastautoren sind, sind die nicht in diesem Schreibstil oder in diesem Schreibfluss drin. Mhm. Sie kennen zwar das große Ganze, aber denen wird von vornherein ein Thema gegeben, wo sie möglichst wenig, formuliere es jetzt mal flapsig, falsch machen können in Bezug auf die um die Geschichte außenrum. Mhm. Idioten sicher. Ja, so kann man ja. Also sie können keine Kollateralschäden verursachen. Ja, genau. Das ist jetzt schon Hauptsache am Ende lebt noch der Protagonismus überleben, das ist das Einzige, sonst geht's auch nicht weiter. Das ist ja zum Beispiel dann so ein Ding, wo man einfach sagt, nach dem Motto, dann kann man halt einfach nicht dann sagen, nach dem Motto, ja und dann, ne, gibt's große Explosion und Perry Rhodan stirbt. Mhm. Wäre halt für die Zukunft der Serie eher blöd. Ja, dann hat er das nur geträumt und dann wird er wieder wach und dann, ne? Bobby Ewing hat ja auch überlebt, oder war das nicht? War das nicht Bobby Ewing? Der Bobby Ewing, der unter der Dusche plötzlich wieder auftaucht, ja. Ja,
Genau. Das ist schlimm. Also, oh Gott. Wobei man ja sagen muss, dass das der Tod... das kann sich doch auch keiner mehr vorstellen von unseren Zuhörerinnen. Das war eine Fernsehserie in den 80er Jahren, 90er Jahren, ja, keine Dallas. Ahnung. Dallas, boah. Genau. Ganz ja, schlimm. Ganz schlimm. Und wir haben es jede Woche geguckt. Das ist fürchterlich. Ja. Und dann kam noch Denver dazu und dann wird es noch übler. Oh. Und Falcon Crest, wenn wir schon hier bei den wenn wir schon beim Niveau-Limbo. Wie konnte aus uns überhaupt was werden? Ja, es kam dann später das A-Team in der ARD. Das war ja schon, das ging ja dann schon wieder besser. Aber immer diese Drinks, sobald jemand zur Tür reinkam, möchtest du einen Drink? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jahrelang war das völlig normal, bis ich irgendwann mal gedacht habe, hä, mache ich doch auch nicht. Warum mache ich das eigentlich nicht? Warum komme ich nicht zur Tür rein und nehme mir erstmal einen Drink? Das ist völlig absurd. Okay, wir sind ein bisschen ab von der Spur abgekommen. Lass uns wieder zu eurem Helden zurück. Ja, ist bei den Gastautoren, die nichts kaputt machen können. Genau, genau. Nichts ja, berühren. Nur gucken. Ja. Ja, jetzt habe ich ihn auch verloren. Egal, merkt ihr das eigentlich als Dauerleser, wenn dann mal vielleicht also Handlungsfehler bei dem großen Zyklus, wenn es jetzt nicht gerade ein angekündigter Gastautor, dann da merkst du vielleicht oder achtest du auch drauf. Aber bei dem Zyklus, wo man eigentlich ja gar nicht merken soll, dass da verschiedene Hände dran sind, merkt man das dann trotzdem so, das hat eher die Frau B oder der Herr A geschrieben oder so? Ich merke es bei den beiden österreichischen Autoren, die dabei sind. Mhm. Das ist zum einen Michael Markus Turner und zum anderen Leo Lukas, weil die einen eigenen Schreibstil haben. Leo Lukas ist Kabarettist. Da kommt das definitiv durch in seinen Büchern. Auch so dieser, selbst als Steirer, dieser Wiener Schmäh, weil er mittlerweile in Wien lebt. Und bei Michael Markus Turner merke ich es auch weil er mal so ein bisschen so ein hintergründiges und manchmal auch so Richtung Wiener Schmäh so ein Schreibstil hat. Okay. Bei allen anderen, muss ich sagen, kann ich es nicht so rauslesen. Also da könntest du mir jetzt einen Heftroman hinlegen, also wenn ich behaupte, nur den Titel kenne, nee. Also ich behaupte. Was für Wetten das? Ja, man legt dann jemandem ein Heft hin und dann muss dann irgendwie rauskriegen, wer der Autor ist oder die Autorin ist. Gibt's also ist das gemischt, ist das oder gibt es da nur Männer? Nee, es gibt, ich habe sogar Zahlen, ich habe mal kurz recherchiert. Ja, lass mal hören. Und zwar, also am letzten Zyklus, also Band 3000 bis 3100, gab es 15 Autoren, also Autorinnen, davon vier Frauen. Und der Stamm, der da geschrieben hat, waren 12, davon 3 Frauen. Also es ist tatsächlich so, dass es schon so eine Männerdomäne gibt, aber es hat sich da schon noch irgendwie eine Autorinnen-Clique etabliert. Wobei die Susan Schwarz, die jetzt ihren, mit Band 3113 ihren 100. Perioden-Erstauflage-Roman veröffentlichen wird. Also insofern, das ist so. Die kann man doch echt nur bewundern. Wie kann man denn so auf Kommando kreativ sein? Das ist mir ja. Also ja, das ist halt irgendwie, man muss halt jetzt, glaube ich, zwei Dinge einfach unterscheiden. Das eine sind so Leute wie, haben wir mal Andreas Eschbach und Stephen King und oder in Deutschland Markus Heitz, die halt einfach mit einem Roman, sag ich mal, so viele Romane verkaufen, dass sie davon leben können. Und dann gibt es, sagen wir mal, die anderen 99%, die halt einfach schreiben müssen. Hm. Und ob du jetzt für Perioden schreibst oder für irgendwas anderes oder deine eigenen Romane machst, das hat mal, also im Studium hat mal einer gesagt, warum war Shakespeare so erfolgreich? Weil er erfolgreich sein musste. Mhm. Er war derjenige, der sich durchgesetzt hat mit seinen Sachen. Der war auch ein Arbeiter. Ja. Das war keiner, dem die Sachen zugeflogen sind, sondern der hat sich das durch harte Arbeit erarbeitet. Und das muss man sich halt einfach auch nochmal beim Thema Perioden bewusst machen. Die wenigsten, die für Perioden arbeiten, machen das hauptberuflich. Ach. Wie gesagt, die beiden Exposé-Autoren, Christian Montillon, der macht noch 3 Fragezeichen, der Wim Wandemann, der macht noch nebenher Lehrer.
Und okay. Es ist so, die eine Autorin, die Verena Themsen, die wir jetzt letztens auch in der Folge hatte, haben wir ein langes Interview mit der gemacht. Die betreut quasi, das ist die fast wichtigste, eine der wichtigsten Personen in Periroden, weil die betreut nämlich die studierte Physikerin und die betreut quasi die Datenbank dahinter. Das heißt, wenn irgendjemand eine Frage hat zu Periroden, zu Technik und sagt, pass mal auf, wie ist es auf dem Planeten, wie sieht das Schiff aus oder sonst irgendwas, dann geht der an, schreibt der Verena eine Mail. Das macht die mit 20%. Das ist irgendwo, die ist noch in einer Firma mit 80% angestellt und macht da andere Dinge, sag ich jetzt mal. Und nimmt sich tatsächlich, wenn sie einen Periroden schreibt, Urlaub, um dann diesen Roman schreiben zu können. Wahnsinn, was für ein Aufwand. Meine Fantasie geht da gerade so ein bisschen spazieren. Was da für ein Aufwand getrieben wird und welche, was soll man das denn sagen, Konsequenz oder so. Also die haben ja feste Deadlines, feste Redaktionsschluss, das muss dann einfach fertig sein. Sonst ist die Fanbase ja unglücklich und das soll ja nicht sein. Ja, was heißt unglücklich? Das ist natürlich dann aber auch in gewisser Weise dann auch einfach, wenn da mal ein Roman ausfallen sollte, was bisher nie passiert ist, auch für eine finanzielle Sache. Und Periroden. Periroden ist in quasi den Bauer-Konzern, ein kleiner Teil davon. Und wenn sobald Periroden kein Plus mehr macht, sind die weg. Ja, okay. Das ist die Cash-Cow. Genau. Ja, nur nicht mal. Also das Prinzip ist so, im Periroden hat, was das anbelangt, da einen gewissen Sonderstatus, weil keiner in diesem Konzern weiß, was die machen. Die gucken halt aufs Konto und sehen halt, okay, da kommt Geld rein, lass mal die mal weitermachen. Okay, solange es die schwarze Null gibt, ist alles in Ordnung, aber also, was sie da so genau tun? Ich vermute mal, solange es nicht zum Problem wird, weil mit dem Thema Heftroman ist Bauer nicht groß geworden. Die können dann nichts mit anfangen. Die haben eine relativ junge Vorstandsvorsitzende, die ist da halt völlig neben der Spur. Bauer verdient mit anderen Dingen Geld und die haben einfach von diesem Heftroman-Business und insbesondere von Perry Rodan wenig bis gar keine Ahnung. Und das meinen wir jetzt gar nicht despektierlich, dass wir einfach sagen, boah, die wissen nicht, sondern das ist für die nicht relevant. Ja, gut, okay. Ja, wenn man jetzt nicht gerade Feuer gefangen hat, dann ist das halt irgendwas, das gibt es zwar, aber naja, da hängt das Herz jetzt nicht dran, dass man sagt, das muss jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen erhalten bleiben, sondern das muss sich einfach nur tragen irgendwie. Mhm. Ja, gut. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, einfach auch die dunkle Wolke, die so ein bisschen über auch der Fanszene schwebt, ist so, wie lange gibt es das noch? Und also insofern, und das ist einfach so ein Ding, wo ich ja sage, klar, das können wir hier mal anschneiden, aber im Kern ist das ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige, weil wir es nicht beeinflussen können. Ja, genau. So, und es ist jetzt auch so, weißt du, was machen wir hier gerade? Wir reden über Periroden, weil wir da Bock drauf haben, weil wir diesen Podcast haben. Wir machen da keine Werbung für. Also insofern, haben wir ja sowieso nichts von. Ich kenne Leute, die unseren Podcast hören, die selber keinen Periroden lesen. Die dann einfach sagen, oh, ich habe da einfach Spaß dran, da so ein bisschen dran zu bleiben. Und wenn von denen irgendjemand mal ein Heft in die Hand nimmt und anfängt zu lesen, dann cool. Aber das ist halt eben nicht das erklärte Ziel, was wir haben. Also insofern. Was ist Periroden eigentlich? Ist das ein Wissenschaftler oder ein Soldat oder ein Lehrer? Warum reist er denn eigentlich durchs Weltall von einem Planeten zum anderen? Warum benutzt er Raumschiffe? Was macht er denn eigentlich? Vielleicht, da würde ich gerne eins wieder anbringen, weil ich das wunderschön finde. Periroden ist eine wunderschöne Utopie der Menschheit in der Zukunft. Wie gesagt, die Romane sind, oder der erste Heftroman ist 1961 erschienen, spielte zu dem Zeitpunkt 10 Jahre in der Zukunft, also 1971, und begann mit der ersten bemannten Mondmission. Ah, ja,
Kommt ja sogar hin. 69, 71 ja. ist ja nah bei. Ja, die haben es nicht schlecht getroffen. Ja. Ist nicht weit weg getroffen. Von, ja. Mhm. Und da gab es damals eine, oder gibt es eine Mondmission mit der Rakete, die heißt Stardust. Und mit dieser wurden hochgeschickt Clark G. Flipper, Eric Manoli, Reginald Bull und eben Perry Rhodan. Und die landen auf dem Mond. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nicht nur die Westmächte, sondern auch noch die Ostmächte. Die hießen zwar ein bisschen anders, also nicht NATO und Warschauer Pakt. Und die haben sich halt gegenseitig so ein bisschen behakt. Und der Funkkontakt bricht ab zu Perry Rhodan und seinem Team. Und der Westen vermutet, dass der Osten dahinter steckt. Der Osten hat sich aber nicht wirklich dazu geäußert. Hintergrund ist aber, oder die Ursache ist aber, dass die Mondmission auf dem Mond ein abgestürztes Raumschiff der Arkoniden findet. Aha. Die quasi die Funkverbindung unterbrechen. Und der erste Roman namens Unternehmen Stardust endet damit, dass die Truppe um Perry Rhodan wieder auf die Erde zurückkehrt, aber in der Wüste Gobi landet. Weil sie halt dieses Wissen haben, dass auf dem Mond eine fremde Intelligenz oder ein fremdes Volk gestrandet ist oder Personen eines fremden Volkes gestrandet sind. Mhm. Und Perry Rhodan endet den Roman damit, dass er sich sein Abzeichen einer Nationalität, in dem Falle der amerikanischen Nationalität, von der Uniform reißt und sagt, ich bin Terraner, ich bin ein Mensch, ein Erdenbewohner, ich gehöre keiner Fraktion an, sondern ich bin unabhängig. Und damit beginnt eigentlich die ganze Geschichte erst so richtig. Ja. Und das finde ich eine wahnsinnig geile Idee dahinter. Das ist etwas, das sich über die letzten 60 Jahre wunderbar erhalten hat, in unterschiedlichsten Ausführungen. Ja, ja. Und das ist eigentlich das, was für mich Perry Rhodan ausmacht und wofür Perry Rhodan steht. Und die große Abgrenzung zu anderen, würde ich mal sagen, Fantasy- oder Science-Fiction-Epen ist die, dass vorher kein Unglück passiert. Mhm. Also es muss nichts zerstört werden, um etwas Neues zu erschaffen. Oder man sich gegen den gemeinsamen Feind verbündet oder sowas. Ne? Ja, ganz im Gegenteil. Der Perry Rhodan macht den Kniff, dass er die Welt gegen sich verbündet. Ach, er wird der Outlaw sozusagen? In erster Linie. Aber du musst überlegen, der nimmt noch einen Arkoniden mit, der schwer krank ist, den die Arkoniden nicht heilen können. Kommt mit auf die Erde? Ja, mit auf die Erde. Ah, und wie gesagt, er landet in der Wüste Gobi, hat da gewisse Technik dabei, ne, unter anderem einen Schutzschirm, er macht sich damit unangreifbar und er weiß genau, egal, wenn er jetzt sagt, wenn ich jetzt zu den Russen gehe, dann werden die Amerikaner den Krieg erklären, geht er zu den Amerikanern, werden die Russen, ne, da, er weiß genau, egal was er macht, er löst damit irgendwie einen riesigen Konflikt aus. Also er entscheidet sich dazu, quasi auf neutralem Gebiet in der Wüste Gobi zu landen und da dort seinen eigenen Staat aufzuziehen. So. Und sagen, hier, ich gehöre nicht zu. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass quasi sich automatisch die Welt gegen ihn verbündet. Und er es dann schafft, quasi die Welt zu einen, um quasi daraus dann der Welt auch klar zu machen, Leute, ich bin nicht der Böse, aber das ist eben dieser Kniff dabei. Und so wie Christoph schon gesagt hat, es geht nichts kaputt, ganz im Gegenteil, sie verhindern den dritten Weltkrieg mithilfe der akronidischen Technik und die Welt geht quasi da geeint raus und macht dann die ersten Schritte in den Weltraum und das ist eben das, was Perry Rhodan immer irgendwo schafft, eben der Einer zu sein. Klar, weil wir haben jetzt irgendwie, ne, wir reden hier von einer 60-jährigen Geschichte. Da gibt es natürlich Konflikte, da gibt es Krieg, da gibt es immer, da gibt es Unheil, weil sonst wird ja nichts passieren. Mhm. Ja. Wir reisen in den Weltraum hinein, da muss ja natürlich auch irgendwas, irgendwie eine Geschichte dann irgendwie passieren. Aber es ist schon irgendwo so, dass Perry Rhodan immer als Spiegel seiner Zeit, klar ist, der Perry Rhodan der 2020er ist ein anderer als der Perry Rhodan der 90-60er.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Captain Kirk ist ja auch anders als Captain Picard beispielsweise. Ja, genau. Ganz anders. Also das ist ja auch eine Weiterentwicklung. Klar. Es gibt einfach dann andere Art von Konflikten. Und die, sagen wir mal, man muss auch ganz realistisch sein, die ersten Jahre waren auch nicht immer, sind nicht immer gut gealtert, sagen wir es mal so. Dann gibt es irgendwie Dinge, die man, wo man irgendwie sagt, na, das würde ich heute anders machen. Ist denn da so ein, sowas wie, also in den amerikanischen Filmen ist ja meistens so ein moralischer Zeigefinger irgendwie so drin und so eine Botschaft, also man soll ja irgendwie, will ja irgendwas bewirken. Ist da in diesen Perry Rhodan Romanen auch sowas zu spüren? Also du hast gerade schon den Frieden angesprochen, also Frieden schaffen, Nationalität wird abgelegt, also das ist nicht mehr wichtig, dass ich mich zu einer Gruppe, nee, das ist ja mehr der Trick an der ganzen Geschichte. Ja, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie so, es ist leider nicht so, dass, das ist, kann man aber auch auf Star Trek, Star Wars oder sonst irgendwas was überwinden, das nicht. Nicht jeder, der Star Trek Fan ist, ist ein Humanist oder ein Weltbürger. Auch da gibt's Granaten. Und so ist das bei Perry Rhodan auch. Man könnte jetzt irgendwie da Nationalität von Russen, von Deutschen, von Amerikanern auf Terraner, auf Akoniden, auf Etruser oder sonst irgendwas überziehen. Aber wie gesagt, Perry Rhodan ist halt auch irgendwie so eine Botschaft, sag ich mal, jein. Wenn du es schaffst als Autor in den 80 bis 90 Seiten, die du zur Verfügung hast, irgendwas mit reinzupacken, dann passiert das schon mal. Auch da gab es im letzten Zyklus ein paar echt schöne Sachen, die da auch immer mal wieder spielen. Was jetzt ein Ding dann war, war zum Beispiel, ist es so, dass man das Thema, ich sag mal so, das Thema Fake News und was passiert und was passiert nicht, das war eins der großen Themen der letzten zwei Jahre in Perry Rhodan. Im Prinzip ist es so, dass Zyklus, ja. Und da gibt's immer schon mal wieder Dinge, die man sagt, die da durchaus mit einfließen, ist aber nicht Ziel, glaube ich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sagt, dass sie das damals sehr bewusst gemacht haben, sondern das Motto auch, lass das mal so und so aufziehen und dann gesagt haben, oh, das klingt aber ganz gut, dann entwickeln wir das in die Richtung, Fake News, hast du nicht gesund irgendwas, das nennen wir jetzt ein bisschen anders, aber das könnte so das Thema sein. Aber das ist jetzt nicht das Ziel. Das Ziel ist immer, eine schöne Geschichte zu erzählen und wenn man es schafft, da noch irgendwas Sinnvolles mit reinzubringen, dann cool. Ich komme auf die Frage komme ich, weil der Christoph auf eurer Webseite, wo er sich selber vorstellt, hat ein schönes Zitat aufgeschrieben. Und da steht nämlich: Die mächtigsten Werkzeuge im Universum, so sprach der Terraner unendlich mühevoll, sind niemals Schlachtschiffe, nicht Impulskanonen und nicht Transformbomben. Es gibt Methoden, die auf einer höheren, ätherischen Stufe angesiedelt sind. Ich spreche von Intelligenz, von dem Glauben an die eigene Stärke und Moral, von dem Wissen, dass der Friede stets dem Krieg überlegen sein wird. Denn der Friede schafft Werte, während der Krieg immer nimmt und zerstört. Wir können das Kristallimperium nicht besiegen, indem wir gegen die Akoniden Krieg führen. Stattdessen müssen wir unsere Stärken einsetzen, das Vertrauen in eine bessere Zukunft und den Verstand, den man benötigt, damit es einmal so weit kommt. Gleich welcher Zorn in euch brennen mag, bedenkt, dass die Akoniden einmal unsere Freunde waren. Nicht das Volk hat sich geändert, nur seine Führung. Erinnert euch an die etrusische Geschichte, in der es ebenfalls furchtbare Diktaturen gegeben hat. Die Gegenwart ist eine Momentaufnahme. Kämpfen wir für die Zukunft und vergessen wir nicht, woher wir kamen. Und das ist schon echt krass gut, muss ich schon wirklich sagen. Das ist aus Heftroman 2030. Das ist aus unserem namensgebenden Roman, geschrieben von Robert Feldhoff. Gut, dass du es erwähnst. Schön. Das muss gesagt werden. Wer solche Worte schreiben kann, dessen Namen sollte man nennen. Robert Feldhoff. Ja, leider schon verstorben. Verstorben. Ah. Ja. Aber galt da, als das ist doch, also das ist, da steckt doch eine Vision wirklich, also wie, tatsächlich so eine Friedensvision drin. Also lasst uns Brüder und Schwestern sein und nicht aufeinander einhauen, sondern das Verbindende irgendwie finden oder zumindest, dass man den anderen die andere einfach gewähren lässt und sich nicht unbedingt
den Körper einhaut deswegen. Mhm. Weil Krieg macht kaputt, natürlich. Krieg macht immer nur kaputt. Wenn man sich vorstellt, was also Bomben bauen oder was weiß ich, was für ein irrsinniger Aufwand getrieben wird, nur um Zerstörung herbeizubringen. Das ist, also manchmal kommen mich so Wellen an, wo ich dann auch denke, meine Güte, wenn man all dieses Ganze, was man da investiert hat, mal in konstruktive, wo könnten wir heute sein, technisch, aber wir wissen, wie man den Planeten, was ich, 40-fach in die Luft jagt. Den Overkill, den haben wir geschafft, aber wir können uns doch nicht mehr von Sonnenlicht ernähren. Also das ist doch absolut irre. Entschuldigung, ich fahre gerade hier an. Nein, ist so. Je nach Glaubensrichtung können wir uns von Sonnenlicht ernähren. Okay, ja, ja, es gibt so indische Gurus, die haben seit 30 Jahren nichts gegessen, sie brauchen nur Licht, ja. Ah, Fiat Lux hier aus dem Südschwarzwald, die dann auch in die Schweiz abgegangen sind, ja, Uriella, ja. Frag mal die Hux. Nicht zu verwechseln mit dem Löffelbieger aus Israel. Frag mal die Hoxillas, die können da bestimmt was zu erzählen. Wahrscheinlich. Wenn ich sowas lese, dann werde ich natürlich sofort neugierig. Also ich weiß, meine Zeit reicht wieder vorne und hinten nicht. Und als wir mit dem Wrestling-Podcaster gesprochen haben, war ich für den Moment auch ganz Feuer und Flamme für Wrestling. Aber bin da nie eingestiegen. Und ich weiß nicht, ob ich zum Perry Rhodan-Leser werde. Aber allein das, was du gerade von der Geschichte "Wir fliegen zum Mond" erzählt hast und wir kommen und kommen wieder runter und dann passiert aber irgendwas. Ich weiß nicht warum, aber mich hat das gerade in seiner Einfachheit, mir schien das jetzt relativ einfach zu sein, aber so sofort angesprochen. Dann würde ich, eine Empfehlung gerne mal in den Raum werfen. Mhm. Vielleicht reden wir da gleich auch nochmal ganz kurz drüber. Und zwar, wenn jetzt jemand fragt und sagt, sag mir mal, was ich lesen soll. Ich habe nur du hast einen Roman und du hast einen Roman, den du mir geben kannst, zum Perioden lesen. Und da sage ich Andreas Eschbach. Und zwar, Andreas Eschbach hat einen 1000, wie viel hat er? 800 Seiten. 800 Seiten Roman geschrieben. Wird auch der Ziegel genannt. Genau, der Ziegel. Perry Rhodan, das größte Abenteuer. Der erzählt die Werdung von Perry Rhodan, also quasi die Jugendjahre bis hin zur Mondlandung. Als Vorgänger quasi in der Werbekampagne zu Band 3000 vor 2,5 Jahren etwa. Der sagt, erzählt die Geschichte. Ich war schwer enttäuscht, als es hieß irgendwann, Andreas Eschbach schreibt einen richtigen Hardcover Perron-Roman, dachte ich, geil. Und dann hieß es dann, er erzählt die Jugendjahre und ich so, oh nein, eine Origin-Story, wie schlecht ist das denn? Ja. Hab das Ding gelesen und fand's toll. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, da ist so ein bisschen das angelegt, wo du, glaube ich, jetzt fragst, was ist das? Ne? Die größte Vision wird da, glaube ich, so ein bisschen erklärt. Warum ist Perry Rhodan so, wie er ist? Ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so die größere Philosophie einfach hinter der Serie. Ja, es gibt Action und ab und zu sind Konflikte einfach unvermeidlich. Gerade wenn man dann auf irgendwelche großen Bösewichte im Periversum irgendwie stößt. Aber tendenziell ist große Stärke von Perry Rhodan, eben die Leute auf seine Seite zu ziehen. Mhm. Also jetzt nicht, aber auch das Denken in den anderen hinein und dann eben den Weg zu finden, wie kommen wir da jetzt raus. Also nicht zu sagen, ich bin der Gute und nur so, wie ich es mache, muss es sein, sondern hinzugehen und zu sagen, du bist, wie du bist, ich bin, wie ich bin, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Das macht mich schon richtig neugierig, muss ich sagen. Weil das ist ja gerade das Problem. Das ist ja gerade das Problem, ne? Also die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Also du bist, wie du bist und ich bin, wie ich bin. Wir irgendwie knirscht es an gewissen Stellen, aber es ist halt so. Da müssen wir halt gucken, dass wir geschickt und mit Intelligenz mit diesem Knirschen umgehen. Und ich muss nicht dich verändern, damit du so wirst, damit es bei mir passt. Und ich will von dir nicht verändert werden, dass ich so werde, dass es bei dir passt. Wir müssen mit diesem Nicht-Passen irgendwie umgehen. Vielleicht einen Adapter dazwischen schieben, was weiß ich. Aber das setzt einfach Intelligenz voraus. Und nicht einfach ein dickes Messer nehmen und die Stellen, die Knirschen wegschneiden. Das wäre gegen die Natur, gegen das Individuum. Ich behaupte, das im Kern ist Perry Rhodan. Boah,
Macht mich echt neugierig. Das klappt. Auch das klappt. Weißt du, wir haben jetzt irgendwie, wir werden es wahrscheinlich jetzt, auch wir reden nicht so gerne über ungelegte Eier, aber wir werden demnächst eine Zyklusrückschau über die vergangenen 100 Bände machen. Und der letzte Zyklus ist in der Szene durchaus nicht unumstritten. Mhm. Es gibt Leute, denen gefällt er gut, es gibt Leute, denen gefällt er gar nicht. Er macht gewisse Fehler. Und das ist einfach so ein Ding, in 100 Bänden geht nicht alles gut. Ja, ja. So. Und da passieren Dinge, die gut sind, und da gibt es Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Vielleicht können wir irgendwie kurz auf, sagen wir mal so, vielleicht können wir kurz auf die Gookie-Kontroverse zu sprechen kommen. Christoph, was meinst du? Ich würde vielleicht gerade noch mal eins einschieben, weil das hier so wunderbar passt, dieses gerade, was dich jetzt hier begeistert, Martin. In einem relativ aktuellen Roman, das ist die 3103 von Christian Montillon. Das ist einer der Autoren oder einer der Exposé-Autoren, der heißt Angriff des Lichtfräsers. Da wird so etwas Ähnliches, wird dort auch thematisiert. Und da zitiere ich jetzt einfach mal raus. Es gibt keine Monster, sagte der Cheborpaner ruhig. Nur hinreichend fremdartige Wesen. Auch diese Kreatur funktioniert nach irgendwelchen Naturgesetzen und seien es chaotarchische Gesetze, die uns wieder natürlich erscheinen. Da geht's die ganze Zeit geht's um dieses Thema so. Es gibt eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt eigentlich kein Böses, aber es gibt Unbekanntes, das wir momentan einfach nicht begreifen können, weil es nicht unseren Normen und unseren Vorstellungen entspricht. Und das ist deswegen nicht böse, sondern es ist nur anders. Das ist der einzige, genau. Und es hat auch seine Berechtigung. Das ist eigentlich so dieser große rote Faden, der sich durch die Serie zieht. Natürlich mit ganz viel außenrum. Stichwort Zwiebelschalenmodell. Ich werfe das jetzt hier einfach mal in den Raum rein. Stichwort Humanismus, der von William Wolfe in den 80ern geprägt wurde. Aber so dieses Umgehen mit etwas Fremdartigem, etwas mir Unbekanntem, das zieht sich durch die Serie. Natürlich immer und immer vor dem Hintergrund, es soll nicht vernichtet werden, sondern wie können wir gemeinsam diese Zukunft gestalten? Und wenn sie einfach nur dahingehend gestaltet wird, dass jeder am Ende seine eigenen Wege geht und man sich nie wieder über den Weg läuft. Genau. Und das muss natürlich jetzt auch Existenz, genau. Genau, und das muss natürlich jetzt auch in der spannenden Weise erzählt werden, weil ja, sonst liest es keiner. Bezahlst es ja. Also letztendlich ist es ja es ist ja jetzt nicht eine Weltverbesserung, also wie soll man das sagen? Es ist keine Bibel, wo drin steht, du musst dies und das und jenes tun, sondern es soll die Menschen unterhalten, es soll dich auf einer U-Bahn-Fahrt irgendwie über die Zeit bringen oder bei einer langen Reise irgendwie, sitzt irgendwie 10 Stunden im Flugzeug oder vielleicht jetzt nicht mehr 10 Stunden im wo auch immer Zug und es ist halt langweilig und dann nimmst du dir das vor die Nase und dann bist du halt gut unterhalten und du lernst vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedanken, aber das ist ja mehr so der Nebeneffekt. Also das kann man ja jetzt, muss man ja auch nicht zu hoch halten jetzt. Ja, keine genau. Kirche oder was. Ja, es ist, ich wehre mich allerdings auch dann doch irgendwo gegen den Begriff der reinen, weil so abwertend klingt, Unterhaltungsliteratur. Im Kern ist es das. Aber es gibt auch schon richtig gute Autoren, die da auch wirklich schöne Romane schreiben. Und ich frage mich immer, was macht denn einen guten Roman aus? Ne? Also wie definiert man gute Literatur? Und im Kern ist es ja so, dass man einfach irgendwie eine schöne Geschichte lesen will. Und wenn ich das jetzt bei Peri Roden kriege, dann soll das für mich so sein. Also da komme ich wieder auf U und E-Musik zurück, wo dann eben auch dieser Lagerkampf ganz oft zu sehen ist. Und ich bin immer froh, wenn dann jemand kommt und sagt, mir ist das doch egal, wie ihr das nennt. Ja. Das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und ich kann auch total mischen. Ich kann, was weiß ich, den Schneewalzer schön finden und gleichzeitig irgendwie hier Lady Gaga oder so. Das geht zusammen. Mhm. Warum denn nicht? Ja, auf und jeden Fall. Manche rümpfen die Nase und sagen, das spinnt total, aber es geht.
Ich muss mich erinnern, als Andreas Eschbach, der ja nun auch schon mehrfach genannt worden ist hier heute Abend, bei uns in der Pampa mal eine Lesung hatte in der Bücherei. Und da ist dann eine beschämend kleine Anzahl Leute aufgelaufen und trotzdem gab es dann eben eine sehr interessante Lesung. Und danach kam dann eine ziemlich etepetete gekleidete Dame an und versuchte Herrn Eschbach in eine Diskussion über E- und U-Literatur zu verwickeln. Was wirklich bemerkenswert war, das von nebenan stehend zu bemerken, wie dann Andreas Eschbach im Prinzip geantwortet hat, mir ist es eigentlich egal, ich hoffe einfach, dass die Leute das Buch nicht weglegen können, bevor sie es ausgelesen haben. Und damit ist die mit ihrem E- und U-Literatur, Ölü, Etepetete-Kram total aufgelaufen, weil er einfach total entspannt war und sagt, so ein Buch sollte, ich schreibe, damit die Leute Spaß beim Lesen haben. Und das finde ich doch schon mal sehr schön für ein gutes Buch. Aber man kann das eben auch nicht generalisieren. Ne? Es gibt eben auch gute Fachbücher, die nicht Spaß machen zum Beispiel. Genau. Aber Eschbach schreibt, ich habe die meisten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, waren einfach extrem unterhaltsam und eben spannend und das hat mir gut gefallen. Ja. Bei Eschbach muss man auch sagen, der ist halt einfach wirklich Fan. Jetzt gerade im Lauf jetzt hier, ne, während der Corona-Zeit hat sich natürlich vieles ins Internet verlagert und da gab es Anfang des Jahres einen Event von der Periroden Fanzentrale zum neuen Zyklus. Da waren knapp 300 Leute in der Zoom-Konferenz da, unter anderem auch Andreas Eschbach. Und der hatte während der ganzen Zeit hat er kein Wort gesagt. Also der hat sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Der ist auch nicht gefragt worden. Der war da gar nicht Thema. Der war da als Fan. Und das fand ich auch eine sehr coole Sache, dass er da auch niemandem die Show gestohlen hat, sondern gesagt hat, ich bin jetzt hier, ich höre zu, lass mich in Ruhe. Ja. Schön. Lars, hast du schon mal Perry Roden gelesen? Ich weiß es nicht. Die Antwort ist, man muss einfach sagen, ich weiß, ich hatte es mal in der Hand. Und ich kann nicht mal sagen, wie lange es her ist, aber da sprechen wir von Jahrzehnten. Also wenn ich schätzen soll, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so um die 35 Jahre her. Und ich weiß nicht, ob ich es damals ganz gelesen habe. Kann ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich eigentlich mal reingucken sollte. Aber warum? Was gibt dir dieses Sollte? Es ist ja, als hättest du einen Auftrag. Wo kommt der her? Sag so, es läuft schon eine ganze Weile sehr erfolgreich und ich habe noch nicht reingeguckt und ich würde gerne wissen, was damit auf sich hat. Auch da hätte ich noch mal einen Tipp. Also für den Martin hätte ich ja den Tipp, den Eschbach. Und dann hätte ich Die Ziegel, genau. Den Ziegel. Für den Lars hätte ich weniger im Tipp. Und zwar, es gibt ich sag mal, es gibt vielleicht ganz kurz zu erläutern, was es alles gibt. Also es gibt den Koloss, die Erstauflage. Ne? 3108 Bände stand 11.3. Dann gibt es Periroden Neo. Genau, stand heute Morgen. Dann gibt es Periroden Neo, auch mittlerweile 10 Jahre alt. Ist quasi ein Reboot. Und es gibt die Miniserien. Es gibt einmal im Jahr, gibt es seit etlichen Jahren eine Miniserie. Die spielt, es sind 12 Heftromane, spielt in einem, ja, Hauptdarsteller muss immer Periroden sein, das ist so definiert. Erzählt in 12 Romanen eine abgeschlossene Handlung, die irgendwo im Periversum spielt. Muss nicht in der aktuellen Erstauflage spielen, sondern kann auch schon mal den Handlungsschauplatz wechseln, kann ein bisschen in der Vergangenheit spielen. Und das ist so ein Ding, wo man sagt, ich habe ein bisschen Zeit. Ich hätte Bock, mal das Periversum so ein bisschen anzutesten, wäre eben eine Sache, wo man sagt, dann würde ich so eine Miniserie empfehlen. Witzigerweise ist wirklich nur zufällig. Ich glaube, es ist nächste Woche, startet die Miniserie 2021, die Vega-Serie von, also kuratiert, sage ich jetzt mal, von Michael Markus Turner.
wird im Vega-System spielen, was auch großes historisches Ding periodenmäßig ist. Und wenn man sagt, ich würde gerne einfach mal reinschnuppern, wäre das so ein Ding, wo ich dann sage, probier das mal aus. Den Tipp nehme ich mit. Dankeschön. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, ich werfe es auch mal in den Chat und auch für die Shownotes, es gibt, wenn man sich jetzt fragt, das ist natürlich alles ein Riesenuniversum mit vielen Begriffen und so weiter. Es gibt die Peripedia. Das ist quasi die Wikipedia für Periroden. Und wenn jetzt jemand sagt, jetzt suche ich gerade 10 Millionen Tabs, wo läuft die Tetris-Melodie? Jetzt finde ich den Chat nicht. Wenn ich den Chat irgendwann gefunden habe, da ist er nicht, werfe ich das Link gleich rein. Also ist halt irgendwie so, Lars, nur jetzt direkt dich angesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich fange jetzt mal mit der Vega an, liest irgendwo rein und denkst natürlich erstmal so, was passiert hier gerade? Ne? Dann fällen da irgendwelche Namen und sonst irgendwas. Einfach ein bisschen loslegen, 1-2 Romane lesen und Begriffe, die wirklich dann sagen, oh, das ist aber jetzt, glaube ich, wichtig, das verstehe ich aber nicht, in der Peripedia nachlesen. Das ist, wie gesagt, Wikipedia für Periroden und da habe ich den Chat gefunden. Ich habe auch den Kulturzyklus von Ian Banks gelesen und bin da auch eingestiegen, obwohl sehr viele fremde Vokabeln waren. Also ich beiß mich da rein. Ja, also ich glaube, es gibt eigentlich eine Aussage, die definitiv zutrifft. Es ist jeder Band eigentlich der richtige Band, um einzusteigen. Ach, die ersten, die ersten 2-3 Hefte kann es immer sein, wenn du als Neuling da reinkommst, dass du gar nichts verstehst. Du kriegst irgendwelche Namen an den Kopf geworfen, du kriegst irgendwelche Geschehnisse an den Kopf geworfen. So, wenn du aber dabei bleibst, dann wirst du langsam immer mehr an die Geschichte herangeführt. Natürlich mit einem neuen Zyklus Start, der in der Regel alle 100 Bände stattfindet. Glatte 100 Bände, also 3000, 3100. Da ist von vornherein das Exposé oder die Story so konzipiert, Neuleser heranzuführen. Das heißt, da wird der Einstieg dann ein bisschen erleichtert. Aber prinzipiell, es gibt eigentlich keinen falschen Einstieg bei Perry oder jeder Einstieg ist der richtige. Weil am Anfang stehst du erstmal da und staunst Bauklötze, was der Autor von dir will oder was die Geschichte soll. Aber wenn man es ganz realistisch sieht, ist das ja in anderen Universen ähnlich. Ja, also selbst im Podcastland so. Ja, ja. Ob es jetzt Babylon 5 oder Star Trek oder Star Wars greift, wenn man sich sagen wir mal Deep Space Nine oder Enterprise, wenn man sich die falsche Folge raussucht und da passiert irgendwas und was bitteschön passiert da? Was ist die Sternenflotte? Was ist Q? Was ist... Ja, genau, den habe ich auch gerade im Kopf. Der taucht dann plötzlich Q auf und alle sagen, ach, da ist er wieder und du weißt überhaupt nicht, wie, was, wo, wieso. Q ist wenigstens cool, wenn es eine Folge mit Wesley Crusher ist. Also insofern, das ist halt eben dieses Ding, was einfach große, gewachsene Dinge einfach haben die Problematik eben dieses Einsteigens und das wird natürlich bei Perioden im Laufe der Zeit nicht besser. Nee, schon alleine bei 3000 Bänden nicht, das ist ja klar. Andererseits sage ich mal, ob ja, bitte, erst du, bist ob Gast, das, also. Sagen wir mal so, ob das jetzt irgendwie, ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt fast selber korrigieren, die sage, es wird nicht besser, aber ob das jetzt, ob das Ding jetzt 1000, 2000, 3000 oder 4000 Bände hat, macht da auch keinen Unterschied. Mhm. Wird der eigentlich im Laufe der Zeit älter oder ist das ein zeitloser Charakter? Das muss man erklären. Relativ unsterblich. Also, aber hat jetzt nicht so, in den ersten Folgen ist er ein junger Mann, junger Forscher oder so und dann geht er so mittelalt und jetzt geht er am Stock. Wenn du sein Altwerden erleben willst, dann greif zum Ziegel. Okay. Er steigt ein in mit Heft 1 Unternehmen Stardust, glaube Anfang, Mitte 30. Ja. Dann also passieren ein paar Jahre Lebensgeschichte, die in denen er älter wird. Aber mit Heft 19, der Unsterbliche, erhält er eine Zelldusche, die 60 Jahre anhält. Und seitdem altert er eigentlich nicht mehr. Und seitdem ist er meines Wissens 37.
Ah, okay. Ja, das, also er trifft auf kosmische Mächte, die ihn quasi relativ unsterblich machen. So ist es. Okay. Ja, das wäre nämlich sonst so eine Frage gewesen. Hat er irgendwelche Superheldenkräfte? Kann er ohne Helm auf dem Mond atmen oder irgendwie sowas? Nein. Also er kann sterben, wenn einer eine Waffe auf ihn hält und abdrückt. So ist es nicht. Okay. Aber er hat einen sogenannten Zellaktivator eingepflanzt, der sitzt bei ihm in der Schulter, der geht gegen Vergiftungen vor, gegen Krankheiten von mir aus etc. Aber ja, gegen ein Fallen von der Leiter im Haushalt und Genickbruch oder Föhn in der Badewanne hilft ja auch nicht. Ist auch er nicht gefeit. Das Thema Sexualität wird leider nicht näher in der Serie beleuchtet. Ansonsten wäre es jetzt mal interessant zu wissen, ob ein Herzinfarkt beim Sex auch tödlich auf ihn wirken würde. Aber er hat diverse Nachkommen. Wobei man sagen muss, Perry Roden ist kein guter Vater. Nee. Aber wo die herkommen, weiß man nicht. Die sind so. Doch. Ach so. Nee, das wird also auch schon. Echt wird es. Also er hat sie richtig so gezeugt oder werden die aus der Rippe geschnitten, wie seinerzeit. Nee. Eva. Also er hat halt Perry Roden hat halt gewisse auch Ehefrauen im Laufe der Zeit, auch nicht immer irdisch. Und da kommen halt Nachkommen und das wird jetzt nicht detailliert beschrieben, aber es ist ganz klar, auf welchem Wege die entstanden sind. Mhm. Das wird nicht in Zweifel gezogen. Okay. Einer seiner ersten größeren Gegenspieler ist ein Sohn von ihm. Ach. Ja, deswegen Perry Roden ist kein Konflikte, ja. Perry Roden ist kein guter Vater. Was ich noch sagen wollte ist, Perry Roden hat keinerlei Superkräfte. Es gibt zwar gerade im Anfang der Roden-Serie die Mutanten. Das heißt, in der Regel Menschen, die im Rahmen der Atomtests, Atomkriege, also des Zweiten Weltkrieges, durch Strahlung Kräfte bekommen haben, Teleportation, Telepathie, Telekinese und so weiter. Aber Perry Roden hat die nicht. Er wird als sogenannter Sofortumschalter beschrieben. Das heißt, er kann sich extrem gut auf neue Situationen einstellen. Das wurde mal versucht, so ein bisschen über eine übersinnliche Kraft beschrieben zu werden. Das hat aber ähnlich gut funktioniert wie die Midi-Chlorianer bei Star Wars. Und das hat man dann auch ganz schnell wieder sein gelassen. Jetzt möchte ich gerne vom Sebastian mal wissen, ob er denn auch Perry Roden kennt. Hast du da schon mal reingeguckt? Vom Namen habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich näher mit beschäftigt habe ich mich auch tatsächlich noch nicht. Wahnsinn, wir drei sind wirklich komplett unwissend. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die kriegen gerade einen Föhn. Was? Unter welchem Stein habt ihr denn eigentlich jetzt gelebt die letzten 30 Jahre? Unglaublich. Ja, aber das ist tatsächlich der Punkt. Das heißt, man trifft kaum jemanden, der es nicht kennt. Die Anzahl der Leute, die es aber regelmäßig liest, ist halt nicht so groß. Weil es halt auch schon wirklich auch anstrengend ist, dabei zu bleiben. Es gibt Leute, die kommen mal dazu. Es gibt Leute, die springen dann mal ab für eine Weile oder so. Und die Anzahl der Lesenden ist relativ konstant, glaube ich, im Moment, aber ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie massiv ansteigt. Es gibt halt verschiedene Conventions und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 2 Jahren auf dem Colonia-Con war, also in Köln, einer Perry-Roden-Convention. Und das letzte Mal davor irgendwie 10 oder 20 Jahre davor und vor 20 Jahren halt war ich gefühlt der Jüngste und vor 2 Jahren auch. Also insofern, da habe ich zu Hörer Nummer 1 gesagt, mit dem ich damals da war, jünger ist es nicht geworden. Es gibt tatsächlich auch durch diese YouTube-Vlogger-Szene gibt es verschiedene, Vloggerinnen, die da irgendwie so ein bisschen auch was für Perry Roden immer mal wieder machen. Also die da irgendwelche Sachen besprechen, jetzt nicht im Auftrag der Redaktion. Es gibt einen sehr coolen YouTube-Channel, der Periversum-Channel, auch von einem Autoren, der tatsächlich im Auftrag der Redaktion
da einen YouTube-Channel betreibt. Auch den kann ich nur empfehlen, wer immer mal sagen kann, oh, ich will mich einfach mal ganz kurz da informieren. Mhm. Was ist das? Was gibt's so? Der Calvin Ben-Hari, der macht das da eigentlich ziemlich, ziemlich gut und erklärt da in 20, 30 Minuten die wichtigsten Sachen über die Serie. Ich habe es gerade mal in den Chat reingeschoben. Ah, wunderbar. Ich muss mal eben einen kleinen Cut machen, weil der Lars, der hatte das vorher schon angekündigt, der wird sich jetzt zurückziehen aus unserem Garten, der macht das Türchen hinter sich zu, aber der soll natürlich nicht gehen, ohne dass wir ihm ausdrücklich gedankt haben, dass er hier heute dabei gewesen ist. Ja, war ja heute ein sehr handlicher Beitrag. Magst du ein bisschen teasern, warum du jetzt früher verschwindest oder bleibt das geheim? Ja, es sind zwei Themenblöcke morgen früh. Zum einen spende ich ein bisschen Mobiliar, weil wir das nicht mitnehmen wollen in unser neues Heim. Wir ziehen ja demnächst um. Das wird also morgen früh abgeholt und danach habe ich ein Interview für meinen Podcast über einen Satelliten. Auf Distanz. Genau. Der Podcast über Astronomie und Raumfahrt bekommt eine neue Episode. Ein sehr guter Podcast. Das sowieso. Ja. Schön. Hier sind ja nur sehr gute Podcasts zu Gast, hieß es mal ganz zu Beginn. Meinst du, dass das so Corona-konform, so per Fern-Dings? Ja. Und wo es letztes Mal mit der Audioqualität bei dem gewählten Medium nicht so gut lief, hatte ich also mit dem Projektleiter dieses Satellitenprojekts ein Techniktest letzten Freitag, der sehr gut lief und das wird dann eine Studiolink-Aufnahme und die wird mit Sicherheit deutlich besser klingen. Yeah. Da können wir schon alle neugierig sein. Genau. Da war ich tatsächlich auf dem Weg zum neuen Haus und damit ich den Techniktesttermin dann einhalten kann, habe ich zwischendurch dann die Autobahn verlassen und habe irgendwo zwischen Feldern gestanden mit einem Notebook, einem kleinen Mischpult im Auto und habe diesen Techniktest gemacht. Hat aber sehr gut geklappt. Also von daher, ich bin auch gespannt, über dieses Projekt mehr zu erfahren. Das ist ein Satellit, von dem, der es nicht in die großen Medien geschafft hat, sagen wir es mal so. Zumindest nicht, dass ich es wahrgenommen hätte. Okay. Und dein Gegenüber hatte, das glaube ich, habe ich verstanden, Quick Web. Nee, doch. Genau. Das Quick Web von Studio Link. Ja, in dem Moment möchte ich einfach mal Sebastian für Quick Web danken. Ich bin sehr, sehr verliebt. Das nehme ich gerne an. Saugeil. Wir haben es schon im Verena Themsen-Interview haben wir es genutzt, beziehungsweise Alex und Markus. Hat wunderbar funktioniert. Wir hatten es vorher mal getestet, Alex und ich, und es ist idiotensicher. Klicken, auswählen, glücklich sein. Super. Lass uns eben den Lars verabschieden, dass er jetzt hier so zwischen Tür und Angel hängen bleiben muss. Das kennt man ja gerne, ne? Die Gäste stehen auf und sagen, wir gehen jetzt und dann stehen sie noch eine Stunde in der Tür oder so. Das, ja gut, dann sind die aber meist, auch noch freiwillig da. Und die Türpartys sind teilweise auch gar nicht schlecht. Fast so gut wie Küchenpartys, aber ich hau mich jetzt trotzdem hin. Alles klar, ganz herzliches Dankeschön noch einmal und ja, dann für morgen drücke ich dir beide Daumen, sowohl für das eine als auch für das andere Projekt. Ja, wünsche ich auch. Ich fühle mich gut vorbereitet dieses Mal, also ich hoffe, es geht klar. Super. Feinen Abend noch, viel Spaß. Jo, danke. Tschüss. So. Ach, schade. Das bleiben wir hier zu drei, vier Männern alleine. Ach so, ihr seid ja auch so ein reiner Männer-Podcast eigentlich, ne? Männer, weiße Männer mittleren Alters, was habt ihr denn zu eurer Verteidigung zu sagen? Wir sind nicht böse, wir sind keine angry white old men. Ich möchte tatsächlich behaupten, dass in Redaktionskreisen der Frauenanteil höher ist als im Leserkreis. Es gibt zwar immer wieder, man sieht auch bei diesen Zoom-Treffen, da sitzt hin und wieder auch noch eine Partnerin mit bei und so weiter. Man muss aber tatsächlich leider sagen, dass die Leserschaft zum überwiegenden Kreise männlich ist. Jetzt ist, ich meine, bei uns ist im Haus ist es ja nicht anders. Also ich habe ja hier mein Nerd-Mädchen geheiratet und wenn man bei uns ins Wohnzimmer kommt, da steht irgendwie nur Science Fiction und Fantasy und so weiter. Also meine Frau und ich haben uns unter anderem über Tolkien kennengelernt.
und haben irgendwie gefühlt 10 Meter Bücherwand nur über Tolkien. Aber mit Perry Rhodan kann die mal salopp gar nichts anfangen. Die hat ihre Podcast-Bubble, ist da jetzt auch über den Drosten reingerutscht und hört da mit großer Liebe Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt eher im Wohnzimmer unten sitzt und mir fällt gerade der Name nicht ein, diverse Podcasts hört und einfach keinen Bock hat, hier jetzt dabei zuzuhören. Die würde den Sendegarten eher ohne mich hören. Ich hab den Alten den ganzen Tag um mich um Ohren, da will ich den doch nicht noch auf freiwillig auf Ohren sitzen. Alex, glücklich verheiratet seit wie vielen Jahren? Seit 11. Jeder definiert das Glück auch ein bisschen anders und heißt ja auch nicht, dass alle gleich, also beide gleich sein müssen. Also wir haben ja auch, sagen wir mal so, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Hobbys und Tolkien ist eins davon und Ted Williams und also ganz, ganz viele, was auch im Nerd-Sektor ist. Aber Perry Rhodan ist da halt irgendwie nicht. Ja. Das ist halt so. Wenn es trotzdem klappt irgendwie und der jetzt nicht sagt, hier du, der Perry Rhodan, der nimmt mir Zeit mit dir weg, also dass quasi so Eifersucht entsteht oder so. Aber wenn man länger verheiratet ist, ist es ja vielleicht eher so, oder, Gott sei Dank, jetzt geht er wieder. Ist ganz normal, finde ich. Kein Wunder. Ich glaube, da gab es letztens auch eine Doku über ein junges Pärchen, die waren so richtig frischer verliebt, ging irgendwie gar nicht. Und dann waren sie ganz aufgeregt, dass sie ihre erste eigene Wohnung bekamen und so weiter. Und die klebten quasi ständig aufeinander und aneinander. Und dann war das Kamerateam irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so wieder da. Und da haben sie dann gesagt, ja, wir haben jetzt auch gelernt, wieder eigene Wege zu gehen. Dann geht der eine mal zum Sport und der andere auch mal einkaufen, alleine. Und da habe ich gedacht, ach ja, genau, so ist das. Ne? Also wenn man sich findet, muss alles immer ganz eng und zusammen sein. Und mit der Zeit merkt man schon auch, anders ist auch nicht schlecht. Ich sag mal so, sie hat schon von Anfang an gelernt, mich mit gewissen Dingen teilen zu müssen. Und sagen wir so, wir haben uns quasi, wir haben zusammengefunden, während ich World of Warcraft gespielt habe. Und das ist ja bei vielen eher so ein Beziehungskiller gewesen. Und wir haben es tatsächlich gleich geschafft, dass ich meine Raids, meine festen Termine da hatte und wir dann unsere Beziehung dann irgendwie auf feste Füße gestellt hatten. Das hat also ganz gut geklappt, also insofern. Und World of Warcraft hat sie überlebt. Und ich glaube, mit Perry Rhodan kann sie ganz gut leben. Schön. Ja, ich habe meine auf einer LAN-Party kennengelernt. Okay, ihr seid das wirklich ganz tief drin. World of Warcraft, LAN-Party. Okay. Ja, das war Ende 90er, Anfang 2000er. Da war ich ziemlich aktiv als Zocker, Counter-Strike. Und da war ich hier unten auch im südbadischen Raum in einem Clan drin und hatte dann mal irgendwann Lust, auf eine LAN-Party zu gehen. Und da habe ich dann einen Organisator einer kleineren LAN hier im Freiburger Umland kennengelernt und wurde dann auch Teil des Orga-Teams. Und da kam eine Frau mit ihrem damaligen Freund mit auf die LAN. Und so hat das eine zum anderen gefunden. Und wir sind 2004 zusammengekommen. Mhm. Und seit 2009 verheiratet. Nach 5 Jahren Test. Mhm. Schön. Also 2008, 2009 war gerade die Wirtschaftskrise. Habt ihr aber gut überstanden. Ja. Naja, also bei Perry ist es aber bei mir so wie beim Alex. Mit der Erstausgabe kann sie wenig anfangen. Sie hat mal versucht, in das Thema reinzuschnuppern, aber das war so gar nicht ihrs. Hingegen bei Perry Rhodan Neo, also die, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Neuauflage, Reboot ist vielleicht auch ein bisschen falsch, den Neubeginn der Serie vor 10 Jahren, da hat sie Gefallen dran gefunden und da würde sie gerne weiterlesen, aber momentan mit Homeschooling, Homeoffice, allem drum und dran, fehlt ihr leider die Zeit und die Muße, dort tiefer in das Thema einzusteigen.
Ja, kann ich total gut verstehen. Also ich habe gesagt, ich habe noch nie so viel zu Hause rumgesessen, aber ich habe das Gefühl, kriegt nichts mehr hin. Also die Tage fliegen nur so vorbei und das ist ganz komisch. Also sehr, wie nennt man das denn? Anti-intuitiv. Also man würde ja denken, wenn du viel zu Hause bist, dann kannst du natürlich auch viel schaffen, aber ich habe genau das Gegenteil. Ich meine, wenn ich nur wenige Stunden hier gewesen bin, hätte ich mehr geschafft, aber das stimmt alles nicht. Das ist alles nur gefühlte Verdrehung sozusagen. Na gut, aber noch eine Frage. Wenn ihr so am Donnerstag dann eine neue Episode, ein neues Heft in die Hand bekommt, bis wann ist denn das ausgelesen? Bis Freitag oder dauert es schon noch bis Sonntag? Oder wie schnell geht das bei euch? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann auch schon mal, das hängt tatsächlich auch immer so ab, wie ist man organisiert und wie ergibt sich die Zeit. Und ich bin eigentlich jemand, klar, wir freuen uns alle darauf, dass Corona irgendwann mal vorbei ist. Aber für mich beginnt dann auch die Zeit des Zugfahrens wieder. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gern und sehr viel im Zug liest. Und gerade so dieses Perioden lässt sich da eigentlich ganz gut machen. Versuchen wir eigentlich schon dann immer, also wenn ich jetzt sage, ich versuche den am Wochenende zu lesen, dann klingt das immer so nach müssen, aber das ist es irgendwie nicht. Und ich versuche mich dann schon irgendwie so ein bisschen drauf zu konzentrieren und meine Ruhe auch dafür zu haben, um dann aber auch irgendwann nochmal die Zeit was anderes zu lesen. Also ich möchte auch nicht nur Perioden lesen, sondern auch mal irgendwie ein anderes Buch, auch mal ein Eschbach oder was auch immer, dann mal irgendwie dann die Zeit zu haben. Und deswegen schaue ich, das ist so das Ziel, den Perry am Wochenende zu lesen, um dann halt einfach auch die Zeit nochmal unter der Woche dann für was anderes zu haben. Das klappt auch schon mal und manchmal klappt es halt nicht, weil ich kann das total nachvollziehen. Weißt du, dann irgendwie sagt man dann, man ist ja auch zu Hause und kann viel lesen. Nee, Quatsch, irgendwie man kommt irgendwie das Gefühl zu viel weniger. Und auch ein Buchhändler, mit dem ich mal gesprochen habe, der meinte dann auch, es ist irgendwie letztes Jahr im März, als der erste Shutdown kam, sind die Leute in die Bücher reingegangen und haben gekauft wie irre und damit war erstmal gut. Die haben halt nicht weitergekauft. Mhm. Stattdessen sind die Streamingdienste angesprungen. Ja, Die Leute haben geguckt wie irre. Also insofern. Das könnte natürlich, also in meiner Kindheit und Jugend war ich ein ganz schlimmer Fernsehgucker. Also ich habe irgendwie ich weiß gar nicht, Denver war ganz groß bei dir im Kurs, oder? Nein, es war so schlimm, dass ich irgendwann, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, habe ich den Fernseher verbannt. Ich habe gemerkt, ich komme von dieser scheiß Glotze gar nicht mehr los und dann habe ich ihn einfach rausgeschmissen. Und das waren die besten 2 Jahre meines Lebens, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe dann irgendwann wieder angefangen und dann hatte ich aber auch das Gefühl, ich kann diese Droge jetzt kontrollieren. Das war wirklich so das Gefühl, jetzt bin ich stärker als das Fernsehgerät. Es war sehr spooky irgendwie. Und im Moment habe ich so das Gefühl, dass ich falle wieder in diese alten Muster zurück. Ich gucke mir irgendwas an, was mich überhaupt nicht interessiert, einfach nur um bewegte Bilder zu sehen und irgendwie abschalten zu können. Was stimmt auch nicht. Was mich nicht interessiert, stimmt nicht, weil dafür ist ja dann doch wiederum das Angebot zu groß. Aber ich gucke mir zum Beispiel wahnsinnig gerne abends mal oder nicht abends nicht, doch so diese Mediatheken-Vorabendserien, Krimis, also so seicht gemacht, da habe ich schon manchmal, dann laufen die ja auch so nacheinander, Auto-Play-Modus und dann hinterher beim zu Bett gehen, hast du jetzt wirklich 3 von den Dingern am Stück geguckt, ja, so, ohne es zu merken? Also das ist schon wieder so. Das klingt schwer nach Hubert und Staller. Der mit und ohne Staller, genau. unsere Droge heißt Terra X. Das ist ja noch irgendwie so, dann will man nicht anders gucken und dann ist es relativ spät und muss morgens früh raus und dann will man euch irgendwie, wir gucken auch kaum noch irgendwelche Serien im Moment. Weil ne, Sohnemann und dadurch, dass irgendwie nicht regelmäßig Schule ist, geht er natürlich dann auch nicht pünktlich um 8-9 Uhr ins Bett und dann kannst du ja dann auch nicht irgendwie Altert Carbon auf dem Fernseher laufen lassen, wo dann irgendwie Gehirn über den Screen so gut. Gespritzt wird. Das geht ja dann auch nicht. Und dann, das werden sehr lange Folgen. Ich kenne das, wenn der Sohn alle Viertelstunde dann im Wohnzimmer steht für 5 Minuten. Und dann guckt man halt irgendwie Terra X mal schnell, ne? Nur eine Folge, weil ist ja vorbei. Und dann
zack, 12 Uhr, scheiße, wann geht der Wecker? Dankeschön. Ja, genau. Das, also da ist die Selbststeuerung echt so ein bisschen, bei mir jedenfalls, und ich höre das bei dir jetzt auch auf der Kippe. Also, absolut, ja, ist bei uns ähnlich. Also wir hatten es bei Sabrina und auch bei Stranger Things zu Beginn, da fängst du mit einer Folge an, ach komm, mach's noch eine zweite, mach's noch eine dritte, ja, jetzt sind es nur noch zwei Folgen bis zum Staffelfinale, ach scheiß drauf. So, und dann hockst ja, du da. Genau. Das habe ich auch gehabt bei irgendeiner Serie, wo ich auch gedacht, boah, du bist so müde, dir fallen die Augen zu, aber ist ja nur noch eine Episode, dann hast du das hinter dir, und statt den Genuss auf den nächsten Tag zu verschieben, nein, das muss dann sich, also das, da denke ich auch mal. Das muss jetzt noch sein. Am nächsten Tag kotzt ja, du dann zwar, weil du nicht weißt, ja, wie du aus dem Bett kommen sollst. Ein bisschen einen halben Tag nicht wirklich ansprechbar im Büro, aber ja. Das ist, ist glaube ich, halt einfach mit so ein Ding, was sich halt im Moment einfach durchzieht. Ja, und Corona-Wahnsinn sozusagen. Langsam habe ich. Ich weiß, dass ich, nach 3 Monaten, letztes Jahr habe ich 3 Monate Homeoffice gemacht, bis ich mich dann ganz langsam mal wieder ins Büro getastet habe. An den ersten Tag, als ich da wieder ich bin so ein Pendler, muss 40 Kilometer fahren, als ich die Strecke gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich werde zum ersten Mal in diesem Auto gesessen. Das kam mir alles so fremd vor, und die Kurven, ich wusste gar nicht mehr, wie ich einschlagen musste und so weiter. Wo ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht in 3 Monaten das Autofahren verlernt haben. Es war in 2 Tagen war das überwunden, dieses komische Gefühl, aber da habe ich auch gedacht, wie schnell stellt man sich auf oder auf etwas ein oder um, und wie wird uns vielleicht irgendwann mal das wieder komisch vorkommen, in einen Konzertsaal zu gehen mit 500 Leuten in einem Raum oder so. Und ich muss mich tatsächlich, wieder an Menschen gewöhnen. Ja. Als ich dann irgendwie durch Bonn ging und das irgendwie, ne, dieses menschenleere Bonn in der Mittagspause, und dann war der Shutdown zu Ende, und die Leute kamen wieder raus und, ne, mit Maske und so weiter, und auf einmal waren da Leute, und ich so, halt mir weg. Ja, lass mich wieder lesen. Naja. Aber das ist auch so ein Ding. Schauen wir mal, wie das alles so wird. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen durch mit der Gartenbank. Ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendwas erzählen möchtet, aus dem Periversum, das ist ein schönes Wort ja dafür, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten würde ich so langsam von der Gartenbank runterschrutschen. Ich gucke gerade, was haben wir möglicherweise noch. Du hast so garantiert noch irgendwas auf dem Zettel stehen, oder? Ich finde es irgendwie relativ witzig, das ist vielleicht noch eine Sache, die wir auch zu uns noch irgendwie so erzählen können, ist die unterschiedlichen Arten der Vorbereitung. Also bei mir ist das immer so, ich nenne es immer die Angst vor der Nulllinie. Das heißt irgendwie, wenn ich irgendwie, ich nehme hier auf und ich sehe ja dann immer die Ausschläge und immer so die Panik. Mir ist immer die Panik, ich habe nichts zu sagen. Also ja, hab ich relativ umfangreiche Notizen immer, durch die ich dann immer wüst durchspringe. Ne? Ich fange dann irgendwo an und gehe nach irgendwo anders. Ich versuche mir so ein bisschen zu markieren, was fand ich denn gut, was fand ich schlecht. Und gefühlt sitzt Christoph da mit einem Blatt Papier, wo er sich die Einkaufsnotizen für Montag draufschreibt. Genau. Also jetzt gar nicht, weil irgendwie sind immer so, es sind einfach diese unterschiedlichen Herangehensweise, was dann glaube ich auch ein bisschen, behaupte ich auch ein bisschen so diesen Flair ausmacht, den wir im Radio haben. Auf jeden Fall, genau. Warum nennt ihr euch Piratensender eigentlich? Wegen der Vorlage? Ja, oder genau. Habt ihr tatsächlich irgendwie schon mal illegal gesendet? Ihr dürft sie ruhig sagen. Gar nicht. Nee, wirklich wegen der Vorlage hatte ich das dann mal mit Piratensender aufgegriffen. Ich fürchte, wir sind da ganz spießig. Ja, ist ja jetzt auch, also im Moment sind ja die Möglichkeiten ja besser als je. Man kann eben seinen eigenen Radiosender aufmachen, ohne dass man da irgendwie Funkfrequenzen illegal benutzen muss. Das war ja auch früher mal anders, wo man da irgendwie auf Schiffe oder auf Auch relativ stolz, wenn man es irgendwie so, jetzt glaube ich, war das Brims und Bettnarek in einer Folge und irgendwie der Christoph, ist es Christoph oder Christian? Ich verwechsel es gerade. Christian, aber euch letzte Folge eben, wo dann irgendwie definiert wird, was sind aktive Podcasts und so weiter. Und ich glaube jetzt mit knapp 1,5 Jahren und sind wir halbwegs aktiv, glaube ich, da bin ich auch
Das würde ich doch mal sagen. Habt ihr eine Lieblingsfolge? Also wenn jetzt jemand sagt, oh, das würde ich auch mal reingucken, radiofreies-erdrus.de, das interessiert mich. Also radio-freies-erdrus.de für alle, die das jetzt ausprobieren wollen. Gibt es eine, wo ihr sagt, das ist jetzt so eine Vorzeigefolge, die haben wir besonders lieb, die geben wir dir als erstes zu hören? Ich würde aus zwei Gründen Folge 18, also jetzt die letzte tatsächlich, empfehlen, weil zum einen das eine Folge ist, ich will nicht sagen, die besonders gut geworden ist, weil das kann ich nicht beurteilen. aber die einfach irre Spaß gemacht hat, die uns einfach irre Spaß gemacht hat, und die einfach jetzt den aktuellen Zyklus beginnt, ne, der dann von, also der neue Zyklus, der jetzt im Januar mit Band 3100 gekommen ist, und da besprechen wir die Romane 3100 bis 3103. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz guter Start. Wir spoilern natürlich, ne? Also da wird alles bis ins kleinste Detail erzählt. Ja, gut, und, also sonst kann man ja auch schwer darüber reden. Also wenn man jetzt, also wer Bock hat, mal da reinzuhören, würde ich diese Folge. Die 18. Empfehlen. Die Folge 18, genau. Die 18. Im Moment auf unserer Webseite ganz oben. Das ist ja leicht zu finden. Ja, auf der Webseite gibt es auch oben rechts einen Abonnieren-Knopf. Da landen automatisch sämtliche neuen Podcasts von uns im jeweiligen Podcatcher der Wahl. Denn genau, sollte man vielleicht ganz kurz sagen, wir haben zwei Channels, also quasi zwei Podcasts. Das eine ist Radiofreies Erdrus, wo wir die aktuelle Erstauflage besprechen. Und wir haben Radiofreies Erdrus Sondersendung. Da haben wir bisher vier Sachen gemacht. Und das ist halt so ein Ding, wo wir eben besondere Sachen machen. Und muss man halt extra abonnieren. Das sind halt irgendwie zwei Channels. Ach so, und das läuft dann nicht, also die Sondersendung läuft dann nicht in den Hauptfeed mit rein, sondern wird komplett separat. Ist ein eigener Feed, genau. Ist eine eigene Show, außer ihr geht bei uns über die Homepage, da abonniert ihr dann den Hauptfeed, da landet beides bei euch drin. Aber wer einen Podcatcher sucht oder bei Spotify, der findet uns quasi zweimal. Mhm. Und muss hinten gucken, dass da Sondersendung steht oder eben nicht, genau. Genau, aber es lohnt sich, beides zu abonnieren, und da muss ich sagen, da ist eine meiner, ja, eine richtige Lieblingsfolge habe ich von uns eigentlich nicht. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Folgen, und gerade wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte ein bisschen was über Perry Rhodan erfahren, dann sage ich mal die Sondersendung Nummer 2 wäre da mein Favorit. Da geht es darum, da beleuchten vier Personen, der Alex, dann der Markus, der Mario und meine Wenigkeit, die vier Jubiläumsbände, die bis jetzt erschienen sind, die vier großen Jubiläumsbände, also Heft Nummer 1, Heft Nummer 1000, Heft Nummer 2000, 3000. Aus welcher Zeit, sind sie entstanden? Was hat es für Einfluss auf den jeweiligen Autoren gehabt? Was wurde aus Perry Rhodan? Was haben sie für Einfluss auf die Serie gehabt? Das ist das eine. Dann die dritte Sendersendung fand ich sehr, sehr geil. Da ging es um das Thema Gookie. Hattest du ja vorhin schon angesprochen. Das war eine der größten Kontroversen, würde ich mal sagen, der letzten Jahrzehnte im Bereich des Perry Rhodan Fandoms. Es gibt quasi, wie es in Afrika die Big Five gibt, gibt es auch im Periversum die Big Five. Das sind einfach fünf Charaktere, ohne die Serie vermeintlich nicht laufen würde und auch nicht laufen wird. Es sind einfach fünf Charaktere, die nicht sterben dürfen. Mhm. Und einer dieser fünf Charaktere ist ein Wesen, ein sogenannter Mausbiber. Das heißt, er hat den Kopf einer Maus und der Rest ist quasi so eine Art Biber mit Biberschwanz namens Gookie. Also wenn man in Guardians of the Galaxy schaut, den Rocket, den kann man sich eigentlich ganz gut, der Gookie kommt da relativ gut nah ran. Und der ist im letzten Zyklus vermeintlich gestorben. Und da gab es ja sehr kontroverse Diskussionen dazu. Da gab es welche, die haben die Story gelobt, weil sie gut war.
weil sie das komplette Buch gelesen haben von Leo Lukas. Und da gab es welche, die haben quasi nach dem Vorwort, nach dem Prolog das Buch schon oder die Leseprobe schon weggeschmissen, weil der Hauptcharakter, also Guki, quasi in Prolog schon vermeintlich gestorben ist. Das war so ein bisschen wie in Columbo, so am Anfang passiert der Mord und dann kommt die Geschichte. Mhm. Und so war es auch in dem Buch und da gab es halt sehr viele Fans, die haben das Buch gelesen, den Prolog und haben gesagt, boah, was soll der Scheiß? Ihr habt sie doch nicht mehr alle Schimpf und Schand und was weiß ich nicht alles und haben dann quasi aufgehört, den Rest des Buches zu lesen und haben eigentlich die geile Geschichte, die dahinter steckt oder die coole Geschichte, die dahinter steckt, gar nicht mitgekriegt und haben dann so eigentlich auch gar nicht mitgekriegt, dass die Person oder der Charakter, die Figur, die am Anfang gestorben ist, gar nicht der echte Guki sein kann. Ah, was okay. Es gibt Leute, die haben quasi nach dem Prolog ihr Abo gekündigt. Ja. Och. Und der Verlag hat dann tatsächlich ein paar Wochen später so ein bisschen zurückgerudert und hat quasi Zeitungsannoncen geschaltet und hat gesagt, nee, Guki ist nicht tot und er so weiter. Lebt. Ja, genau. Und ja, und wir haben da, nee, Christoph, ich bin jetzt dazwischen, Christoph, deine Nummer. Ja, wir haben dort mit einem anderen Podcast zusammen, dem Warpcast, haben wir dann ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt. Das heißt, es waren der Alex und ich vom Radio Freies Erdrus, dann der Christian und der Mario vom Warpcast und dazu haben wir dann noch drei Autoren geholt, die alle im Periversum quasi unterwegs sind. Zum einen die Uschi Zietsch aus der Erstauflage, Leo Lukas, den vermeintlichen Mörder von Guki, auch aus der Erstauflage und Ben Calvin-Hari, der quasi dieses Social Media betreut und oder halt in dem Perirodan YouTube-Kanal Periversum und in der Neo und den Miniserien als Autor tätig ist und haben mit denen quasi dieses Thema Einfluss der Social Media auf die Serie und das Verhalten von Fans im Social Media, also die sogenannten toxischen Fans, sprich die gegen alles sind, was irgendwie Veränderung sein könnte, sein dürfte, haben da dieses ganze Thema beleuchtet. Das war eine sehr, sehr geile Sendung, die hat richtig viel Spaß gemacht, ging auch ziemlich lange, hatten alle dann doch ziemlich viel Redeanteil und aus unserem Stammprogramm, schwierig, da haben wir eigentlich viele, viele gute Sendungen gemacht. Da jetzt eine rauszupicken. No, muss ja nicht. War nur so eine Frage. Also wenn man sagt, so, das ist jetzt besonders repräsentativ, aber ich glaube, man hat schon einen ganz guten Eindruck bekommen, dass man das eine oder andere vielleicht, wie soll ich sagen? Ich habe gerade euren Podcast abonniert und hatte so eine Liste gesehen und da stand sowas auch mit den toxischen Fans. Irgendwas mit toxisch jedenfalls. Und so, das klingt nicht uninteressant. Da mal reingucken, mal reinhören. Ja, also ihr seid jetzt einen Abonnenten mehr. Und zwar habe ich das helle und das dunkle Logo abonniert. Also genau. Ich habe beide Kanäle abonniert. Ah. Aber so. wie gesagt, was hat der Periodenautor Uwe Anton schon mal gesagt? Mir ist egal, ob ihr es lest, Hauptsache ihr kauft's. Also rund. Ja, das ist ja auch, das wissen wir ja auch nicht, unsere Podcast-Downloads wissen wir ja auch nicht, ob die. Und nein, ich habe auf meiner nicht gehörten Liste 108 stehen. Ich habe hier Pocketcast als Player und die haben jetzt im Update tatsächlich diese Anzeige jetzt von zweistellig auf dreistellig erhöht. War ihnen ein Update wert oder zumindest. Wahrscheinlich wegen dir, ne? Wo sie gesehen haben, nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Da stand sonst immer 99 plus. Und ich dachte, oh Gott, 99 plus, das fand ich schon viel. Und jetzt stehen da 108, das ist jetzt auch nicht gerade ermutigender. Naja.
dann war noch irgendeine Funktion dazugekommen, aber ich weiß nicht, ich bin da wirklich so ein konservativer Vogel. Ich weiß, was ich mache und das funktioniert und die können dann noch 10 Features reinfummeln, das ist mir völlig egal. Da müsste ich durch Zufall draufstoßen oder wenn mir Sebastian sagt, hier, das ist ganz toll, dann probiere ich auch mal was aus, aber ansonsten bleibe ich immer bei den Bekannten. Ich sage euch auch nicht, dass ich mit Ultraschall 3.1 hier arbeite, das verrate ich niemandem. Oh, ich liebe so die 4, also insofern. Allein, dass er mir das, allein für Magic Routing würde ich Ralf Stockmann heiraten, wenn ich könnte. Ja, das ist so sicherlich, obwohl, ich weiß nicht, ob Claudia nicht da was dagegen hätte. Ja, meine Frau wahrscheinlich auch, aber das ist. Ja, liebe Perinauten, Dankeschön, dass ihr euch so schön erzählt habt. Willkommen, Wunder von der Gartenbank, lieber Alex, lieber Christoph. Ich bin wirklich neugierig geworden. Also ihr habt mir da ziemlich mich neugierig gemacht. Ich weiß nicht, ob es zeitlich ob das irgendwie von Bestand ist, aber heute Abend bin ich Peri-Roden-Fan. Ob ich morgen noch einer bin, weiß ich nicht. Aber was ich heute gehört habe, hat mir sehr gefallen. Und danke, dass ihr das erzählt habt. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, morgen ist ein neuer Tag, genau. Ja, wir machen jetzt weiter. Wir haben jetzt nicht mehr gar so viel. Also und Setzling, ich gehe bei, ist die nächste Rubrik? Querbeet. Da sehe ich jetzt nichts eingetragen. Vielleicht fällt uns spontan was ein. Wir hatten ja vorhin ganz kurz einen Satz. Kommen wir mal runter von der Gartenbank und gehen einfach mal ins Querbeet. Mal gucken, was da so los ist. Sebastian, hast du spontan irgendwas aus der Technik-Ecke? Eigentlich nichts Ankündigungswertes, noch nicht spruchreifes dabei. Vorhin das mit der Synchronisation. Ja. Ne? Genau, du wolltest klatschen. Wir klatschen unseren Namen. Also wie gesagt, vielleicht fange ich an über diese Schiene und dann kann der Sebastian da was zu sagen. Was ich cool fände, also wie gesagt, ich würde es niemals verlangen, bin ein kleiner Podcaster, fühle mich schon so ultra brutal geehrt, dass wir hier auf der Gartenbank sitzen durften. Mach das nicht größer, als es ist. Das ist ein kleines Feierabendprojekt. Ne? So groß ist die nicht. Wir haben uns da gerade zu viert draufgequetscht, zu fünf sogar. Ja, das ist, genau. Und es ist Holz und es ist unangenehm. Also das ist hier, du bist jetzt nicht irgendwie in den Adelsstand erhoben, weil wir dir mit dem Schwert über den Kopf gehauen haben oder so. Nein. Alles also, ganz nein, easy. Auf jeden Fall. Was ich cool fände, wäre, wenn bei so einer Ultraschall, wenn man da quasi den Double Ender macht und jetzt irgendwie die Spur irgendwie braucht, wenn man da irgendwie ein Signal schicken könnte. Es gibt ja dieses Klatschen, um es halt die Spur so zu synchronisieren. Wenn es irgendwas gäbe, um das eben irgendwelchen Amateuren wie mir einfacher zu machen. Also in Ultraschall 5 wird ein Workflow dazukommen, der das schon mal so ein bisschen halbautomatisiert. Da hat Ralf was gebaut. Eine Idee, die ich schon sehr lange habe, ist im Prinzip braucht man ja nicht die ganze Spur. Und die Grundidee, und das wird auch dieses komplette, ja, ich brauche jetzt die Aufnahme, dann muss die Person das noch hochladen und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Vorgang kann man eigentlich relativ schnell abkürzen, indem man sagt, man überträgt jetzt eigentlich nur die defekten Stellen nochmal nach und tauscht dann nur diese defekten Stellen aus. Das wäre eigentlich sozusagen die schnellste Synchronisationsvariante, die man sich da vorstellen könnte. Ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, aber das wäre eigentlich so der Master oder der große Plan dahinter, so zu realisieren. Das Klatschen brauche ich relativ selten oder brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich mache es eigentlich immer so, ich ziehe mir die Spuren einfach auf die größte Zoom-Stufe und dann kann ich relativ gut sehen, die sind ja relativ eindeutig und dann kann man das der bestehenden Spur zuordnen, wenn ich so auf eine Backup-Aufnahme zugreife. Klar ist es mit dem Klatschen ein bisschen einfacher und schneller, da den Anfang zu finden, wenn das alle mal einmal gemacht haben. Aber dafür haben wir auch zum Beispiel, wenn ich das hier mit dem Soundboard einspiele, die Einspieler, daran kann ich mich eigentlich auch sehr schnell orientieren. Insofern brauchen wir das hier beim Klatschen nicht zu machen, ja.
Obwohl wir das vielleicht mal am Anfang machen, so ein bisschen warm klatschen. Ne? Ja. Also. Da steht man morgens vorm Unternehmen und macht erstmal gemeinschaftlich Gymnastik. So zum Warmwerden. Ja, nun. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Turnvater Martin. Ja, ganz genau, ganz genau. Das, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, diese Art von Bewegung, aber Turnen würde ich das jetzt nicht nennen. Oh, habt ihr diese eine Turnerin gesehen, die am, was war das, Stufenbarren oder Reck, was türen die da, eine Übung gemacht hat mit Mund-Nasen-Maske auf und hat eine 10 dabei gemacht. Also das war das Höchste, was man machen konnte, und sie hat das locker mit Maske gemacht, und das ging die Tage durchs Twitter-Versum nach dem Motto, die Leute brechen sich einen ab und können mit der Maske nicht einkaufen gehen, und die macht mal eben ihre Bestleistung im Turnen damit. Ich habe das erst, ich habe die nur da rumfliegen sehen. Und plötzlich stand sie dann da am Ende ihrer Übung auf der Matte und dann denke ich, was hat die denn im Gesicht? Ach, die hat eine Mund-Nasen-Maske auf. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ist, toll. Das ist aber auch irgendwo diese Sache, wie gesagt, Sohnemann, der hat jetzt auch irgendwie, hat jetzt irgendwie eine Schulwoche hinter sich, Grundschule, dritte Klasse, jetzt mit Maske. Da kommt kein Wort des Protests. Mhm. Also insofern. Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich hier die Menschen so sehe, die allermeisten verhalten sich doch erstaunlich vernünftig. Also gestern habe ich eine lustige Szene gesehen. Wir haben hier eine Brücke und der Weg für die Fußgänger, Radfahrer ist sehr, sehr eng. Die haben eine relativ massive Leitplanke dahin gebaut und natürlich alles auto-optimiert, und für die Fußgänger, Radfahrer ist da, glaube ich, mal gerade so 1,50, 2 Meter, ich weiß nicht, also viel ist es nicht. Und ein Radfahrer und ein Fußgänger kamen sich entgegen, und der Radfahrer hat dann gemerkt, das wird aber mir zu eng hier, ich bleib mal stehen, und hat sich so weit wie möglich halt wegbewegt, um den Fußgänger vorbeigehen zu lassen, denn der hatte keine Maske auf. Und das fand der Fußgänger total gut, ging auf den Radfahrer zu, klopfte ihm auf die Schulter und bedankte sich dafür, dass er Platz gemacht hat. Und der Radfahrer, ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte sich Luft aufgelöst. Das war so absurd. Oh mein Gott. Also der hatte es nicht verstanden, der Fußgänger. Also das war wirklich eindeutig. Aber alle anderen, viele jedenfalls hier, auch Jungvolk. Ich sehe relativ viel Jungvolk mit Mund-Nase-Maske, wo ich immer denke, ihr habt ja auch was verstanden. Sehr gut, danke. Also Töfte. Ist gar nicht so schlimm manchmal. Ich bin im Moment, muss ich immer gucken, dass ich nicht so ins Düsterne abdrifte, weil manchmal denke ich, oh, was organisieren die sich denn da eigentlich zurecht? Aber man kann ja immer so schnell schlau schwätzen und man steckt ja nicht drin. Also von außen betrachtet sieht immer alles so einfach aus, und selber kriegt man ja auch nicht 5 Grad gerechnet. Also das ist ja auch nicht mehr so einfach. Muss ich aufpassen. Gut, aber ihr wollt ja gar nicht wissen, wie es mir geht hier. Ich laber zu viel über mich. Noch was Technisches irgendwie? Nö, ne? Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Gerade. Okay. Ja, ich hatte ja vorhin gedacht, mein H6 hätte sich automatisch mit dem neuen, mit der neuen Firmware verknuspert, weil in dem Display plötzlich eine Auswahloption mehr auftauchte. Und dann habe ich schon gedacht, wie kann das denn sein? Der war doch jetzt, hat der irgendwie Magie? Bis ich dann vorhin dann feststellte, als ich die Verbindung nicht aufgebaut hatte, dass ich im falschen Menü unterwegs war. Und da ist dann natürlich auch eine Option mehr als in dem anderen. So habe ich mich von Sendegarten beeinflussen lassen, weil ich von euch gehört habe, dass es ein Firmware-Update vom H6 gibt. So. Ja gut, dann lasst uns doch mal weitermachen. Wir kommen zum Blühkalender, der diesmal ohne Lars blüht. Mal gucken, wie das geht. Und das geht so, dass der Lars den Kalender dagelassen hat. Und der Sebastian hat vorhin gesagt, er würde dich darüber hermachen. Machst du das? Ja, mache ich. Super, dann lass mal hören. Ja, wie immer, Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's am 18. März.
Da gibt es das Podcast Meetup in Berlin. Dort findet Remote bei Google Hangouts statt und geht um 18.30 Uhr los. Am 20. März ist dann das nächste Funheim, dieses Mal als virtueller Quizabend. Los geht's gemütlich um 18 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Ab 20 Uhr gibt's dann eine Quizshow per BigBlueButton. Weitere Infos gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Für den 9. April war ein Pottruhe angesetzt. Lars empfindet die Corona-Situation aber weiterhin als unübersichtlich. Deswegen wird das Pottruhe im April 2021 nicht stattfinden. Am 22. April ab 19 Uhr gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Alle weiteren Infos gibt es für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcast Meetup Franken. Gibt es unter der Meetup-Gruppe. Meinte Lars wahrscheinlich. So, am 29. April gibt es das erste Audio-Only-Barcamp. Das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Medium Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter cookneon.de/audiobc21. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, diesmal in der Different Edition. Momentan gibt es nur die Ankündigung, weitere Infos werden hier sicherlich noch folgen. Und für den Mai ist auch schon das nächste Funheim geplant, weitere Infos folgen sicherlich auch noch hierzu. Am 3. Juni soll der Deutsche Podcast-Preis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg in Berlin oder es wird eine Online-Veranstaltung. Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de. Im Terminwiki gibt es auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch die genauen Adressen. Und das Wiki ist natürlich auch offen für weitere Einträge. Dankeschön, Sebastian. Und diesmal fühlt es sich richtig an, dass ich Sebastian zu Lars sage, weil Lars nämlich gar nicht Lars ist, sondern Lars ist Sebastian. Jetzt stimmt es, jetzt stimmt es. Ich bin froh, dass ich nicht Lars gesagt habe, sondern Sebastian. Super. Ja. Das perfekte Termine. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja. Mal gucken, ob ich den einen Setzling jetzt auch so perfekt hinkriege. Ich verfürchte aber nicht. Kommen wir mal eben zu den Setzlingen. Ursprünglich mal gedacht, um kleine Pflänzchen hier und bekannt zu machen und darüber zu informieren, dass neue Podcast-Angebote entstanden sind, komme ich langsam an den Punkt, dass ich überlege, der Redaktion vorzuschlagen, diese Rubrik vielleicht mal einzustampfen, weil ich einfach überhaupt nicht dazu komme und wir schleppen das hier immer mit und das ist so ein bisschen traurig, aber wir haben natürlich tolle Hörer und Hörerinnen, die gelegentlich mal was über den Zaun werfen und sagen, ich habe hier was gefunden, das könnt ihr doch mal vorstellen. Und das ist in diesem Fall mal der Fall. Da hat uns nämlich der Ralf, also @StarkRalf, ich vermute mal, der Vorname ist nicht Stark, sondern der Vorname ist Ralf, aber ich weiß es nicht. Also @StarkRalf hat uns geschrieben, ich hätte da mal wieder eine Empfehlung für euch, den @Wolperdingerpod. Wichtige Themen, interessant beleuchtet, tolle Gäste und das Ganze auch noch mit einer Prise Humor. Habe ich erst kürzlich entdeckt und seither 2/3 nachgehört, trotz übervoller Playlist. Das wird wohl was heißen. Und allein wegen der Nennung meines Lieblingshaustiers im Titel eine Empfehlung wert. Das wird wohl der Wolpertinger sein. Das ist ja so ein besonderes Tier sozusagen. Ich habe dann mal ganz kurz geguckt, weil aus der Beschreibung habe ich jetzt nicht ganz rausgekriegt, worum geht's denn da eigentlich? Da stand in der Zeile der Wolpertinger Podcast über Ökologie und Politik mit Felix Schulz und Jan Stich. Tritt aus dem Unterholz in das Licht. Also das ist wahrscheinlich die Prise Humor, von der Ralf da gesprochen hat. Wolpertinger.podigy.io und auf Twitter unter @WolpertingerPod zu erreichen. Ich gebe das hier einfach mal kalt weiter. Ich habe da nicht reingehört. Es geht dem WolpertingerPod nicht besser als dem Angebot von Dirk Prims. Hehe. Entschuldigung nochmal, Dirk, für die Verwirrung vom letzten Mal. Das war wirklich doof. Aber du hast es hier mit einem alten, verwirrten Herrn zu tun. Und das wird auch langsam nicht mehr besser. Also kannst
nicht mehr leugnen. Okay, das waren die der Setzling, allein schon die Plural da ist ja schon falsch. Und dann sind wir in der Endrunde und kommen zu den Blütenschätzen. Und da haben wir was gemacht, was wir gerne machen. Wir haben uns unseren Gästen vorher gar nicht gesagt, dass wir Blütenschätze haben. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Alex und Christoph irgendwas mitgebracht haben. Ich fange einfach mal an zu fragen. Alex, hast du zufällig irgendeinen Blütenschatz? Also ein Podcast, ein Video, ein Buch, eine Episode oder irgendetwas, was dich in den letzten Tagen besonders berührt hat? Ich habe sogar einen Kommentar zum Thema Blütenschätze. Oha! Ach ja, du hattest vorhin irgendwas gesagt. Genau. Du sagst ja immer, habt Mut zu keinem Blütenschatz. Und das würde ich jetzt mal etwas aufdröseln, weil ich sage, wenn ihr natürlich als Team vom Sendegarten da euch alle zwei Wochen da immer irgendwas irgendwie raussuchen müsst, dass man nicht dazu kommt oder sonst irgendwas, sage ich, habe ich vollstes Verständnis für Mut zu keinem Blütenschatz. Wenn man da mal alle paar Monate oder wie wir zum ersten Mal und wahrscheinlich irgendwie vielleicht zu Band 4000 wieder, ne, in dann 19 Jahren, einmalig im Sendegarten ist, da kann man sich schon mal hinsetzen, mal 5 Minuten in sich gehen und sich einen Blütenschatz aus dem Gedächtnis holen. Insofern, ich finde, da gibt es keine Entschuldigung zu keinem Blütenschatz. Oh. Sei doch nicht so unnachgiebig mit Gästen. Muss ja immer schon mit dem Christoph auskommen, das gewöhnt man sich an. Ich torpediere das jetzt gnadenlos. Wie immer. Ja. Also gut, es gibt keinen Grund für keinen Blütenschatz. Also hast du einen? Ich habe einen. Oder gehst du jetzt nicht mit gutem Beispiel voran? Doch. Aber natürlich gehe ich mit gutem Beispiel voran. Ich habe sogar 3 Blütenschätze. Oh, das macht ja dann, das ist ja dann für Lars und für Sebastian und Christoph gleich mit. Lass mal hören, was hast du denn? Erste ist, wenn man so sagt, mal so allgemeines Erlebnis. Wir waren letztes Wochenende zu Gast, einem Podcast per Anhalter durch die Fantastik, wo ich gelernt habe, dass man nicht mit Gläsern beim Podcasten sitzt. Was man nämlich nach einer guten Stunde, schönem Podcasten, Gruß an die Jungs, dann einen halben Liter Wasser über meinen Schreibtisch gekippt habe. Was dann auch, was hat dann auch zu einem schönen, dramatischen, spontanen Ausstieg meinerseits aus dem Podcast geführt. Und ich habe endlich mal unter meinem Schreibtisch richtig sauber gemacht. Ja, das. Und auch meine Verkabelung. Nochmal rundum erneuert. Das ist Blütenschatz Nummer 1. Das zweite, gehen wir so ein bisschen zur Technik, ist Sendegate, weil es einfach großartig ist. Ich hänge da jeden Tag rum und habe jetzt auch wieder irgendwas ganz Tolles, Neues gelernt, was auch Christoph und mein Leben verbessern wird. Das ist einfach das Ding da und jeder, der das hier hört und nicht im Sendegate ist, sofort Account machen dahin. Und kurz, Blütenschatz Nummer 3, hab's ja gesagt, irgendwie ein Buch oder sonst irgendwas und dann habe ich mir mal das Buch rausgesucht, was ich als letztes, also das letzte Nicht-Perry-Buch, was ich gelesen habe, ist aus der Welt von Avatar, Herr der Elemente, also nicht hier der Film hier mit den Blauen, sondern der Comic-Serie. Da habe ich den Roman gelesen, der Aufstieg von Kyoshi ist ein Charakter, der da mal so angerissen wird, ein Avatar der vergangenen Zeit, ist ein tolles Buch, lässt sich sehr schön lesen und hat mich wieder so ein bisschen einfach in diese Welt, die auch meine Frau und ich zusammen erkundet haben, erfasst. Und der Aufstieg von Kyoshi aus Avatar, der Herr der Elemente, ist ein schönes Buch, hat wirklich viel Spaß gemacht, da auch mal ein Perry ein bisschen liegen zu lassen für. Toll, dankeschön. Super. Christoph, hast du denn dann auch was mitgebracht? Oder lässt du dir jetzt einen übergeben von Alex? Ach, Alex hat das so toll gemacht. Ich will es nicht torpedieren. Ich lausche der Stille
Den müssen wir genau, aber noch erklären, das so ein bisschen oder? Nachklingen. Ja, Andacht. Genau. Ja, Blütenschatz mit Andacht genossen, sicher. Blütenschatz mit Andacht genossen, genau. Und ich lasse Alex jetzt höchstens nochmal die Geschichte mit Lausche der Stille erklären, weil ich weiß, dass es mindestens 5 graue Haare bei ihm mehr verursacht hat. Ja. Also es war aber so. Ich habe nichts. Dann quasi als Blütenschatz diese kurze Geschichte für uns beide. Es gibt aus der Endphase des letzten Zyklus einen Roman von Oliver Fröhlich war es, glaube ich, Lausche der Stille. Und bei uns ist es so, dass wir die Romane immer abwechselnd oder vorher festgelegt vorstellen. Und ich leite also über und sage, ja, und jetzt lauschen wir der Stille. Ne, Christoph, wir lauschen der Stille, um halt irgendwie auf diesen Roman überzuleiten. Und Christoph sagt nichts. Ja. Ne, weil wir lauschen der Stille. Ja, genau. Das habe ich auch irgendwie, das habe ich auch dann so genau so im Podcast drin gelassen, weil es einfach, ich glaube, man hört, wie ich wahnsinnig werde. Ja. Die Angst vor der Stille, das ist wirklich. Die Angst vor der Nulllinie, genau. Ja, das war aber auch so ein cooler, das war echt so großartig. Ich hab die auch und ich quatsch auch viel zu oft in Pausen, immer noch in Pausen rein, wo ich eigentlich vom Denken her weiß, auch die Pause ist wichtig. Das ist wie das Weiße auf dem Foto oder auf dem Plakat, denn da ist ja auch nicht alles voll, sondern da ist ja auch, sind ja auch Stellen weiß und die haben ja ihre Wirkung. Ich mache mit einem Freund zusammen noch so einen Vorlesepodcast, das ist wirklich ein völlig randständiges kleines Ding und da passiert es manchmal, dass wir lesen dann so 10 Seiten aus einem Buch, was ein anderer Freund wiederum geschrieben hat. Und dann versuchen wir uns da so ein bisschen durch die Geschichte zu wühlen. Und manchmal kommen dann so Begriffe vor. Es geht auch viel um Technik. Und dann wissen wir beide nicht so genau. Und dann fangen wir das Recherchieren an. Und dann sucht der eine in der Wikipedia rum, der andere in der Wikipedia rum. Und dann entstehen wirklich lange Pausen. Und ich merke jedes Mal, wenn wir das machen, dass ich den totalen Impuls habe, jetzt ein Lied zu singen, irgendwas zu machen, um überhaupt. Hinterher, wenn ich mir die fertige Fassung anhöre und dann kommen die Stellen, wo diese langen Pausen sind, dann ist das gar nicht schlimm. Als Zuhörer finde ich das gar nicht schlimm. Ich weiß ja, was da passiert, die recherchieren da irgendwas. Es ist jetzt alles nicht Radioprofi-mäßig und so weiter und Jörn Schaar wird wahrscheinlich sagen, um Himmels Willen, was mutet ihr den Hörern zu? Verstehe ich auch gut, aber es ist tatsächlich die Empfindung von Pausenlänge, wenn ich es mache, ist eine ganz andere, als wenn ich es konsumiere. Ist wirklich faszinierend. Also da habe ich inzwischen so ein bisschen die Angst verloren. Also jetzt kann das ruhig mal 10 Sekunden still sein. Oder 5. Aber länger schaffe ich es nicht. Ich verstehe es sehr gut. Prima. Die Angst vor der Stille. Super. Ich habe jetzt gerade in unserem Plan gesehen, dass der Sebastian einen Blütenschatz hat. Ja. Wie schön. Bist halt mutlos. Genau. Ich habe keinen Mut. Was ist passiert? Erzähl mal. Ja, weniger ein Schatz, aber mehr etwas, was bewegt hat, und wahrscheinlich jetzt auch noch weiterhin sehr viele Leute bewegt und hoffentlich nicht zu viele zu hart trifft, ist, dass diese Woche beim RZ und Cloud-Dienstleister OVH ein komplettes RZ quasi abgebrannt ist. Gestern Nacht. Sag mal, was RZ ist für alle, die es jetzt nicht sofort. Rechenzentrum. Feuer? Genau. Rechenzentrum kaputt? Ja, also es ist, glaube ich, nicht vollständig zerstört, es sind da wohl noch ein paar Server zu retten, aber das wird noch sehr lange dauern, ob da wirklich noch was zu retten ist, aber man sollte sich da nicht sehr große Hoffnungen machen. Was ich sehr schön fand, war die sehr offene, klare Kommunikation des Geschäftsführers, der also relativ schnell auf Twitter gesagt hat, okay, ihr solltet euer Disaster-Recovery-Plan quasi jetzt aktivieren und sagen, okay, wir müssen halt aus den Backups wiederherstellen und das auf anderen Servern auslagern, weil die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich in die Cloud gegangen, die Daten. Ach so, in die Atmosphäre, ewige Cloud, sozusagen. Ja. Ich habe da vorhin so ein Foto gesehen, da konnte man
also da war eine Wasserfläche und am Ende der Wasserfläche war ein Gebäude und das stand in Flammen. War das das? Ja, das könnte das gewesen sein. Das ist so ein Bundesstraßburger Hafen. Ja, ja. Ach, einer du der größten europäischen Cloud-Dienstleister. Unter anderem liegt da sehr viel der französischen Behörden auf den Servern. Schätzungsweise 3 Millionen Webseiten, die da wahrscheinlich betroffen sind. Du, aber die sind doch hoffentlich alle gespiegelt irgendwo in China oder so, oder nicht? Unbedingt alle. Nein, nicht alle. Ein paar haben Disaster Recovery nicht gebucht aus Kostengründen. Schön war die Frage unter diesem Twitter-Kommentar dann so, wie aktiviere ich denn jetzt mein Disaster Recovery von einem Nutzer? Es ist eigentlich nicht witzig, aber es ist, ja, das zeigt dann immer ganz schön, dass man sich häufig Gedanken um den Ernstfall macht und wenn er dann eintritt und ich kann das auch total nachvollziehen, was die jetzt auch für einen Stress haben. Ich glaube, kurz bevor wir auf Sendung gegangen sind, hat der Geschäftsführer sogar ein Video noch eben auf Twitter gepostet, das habe ich noch nicht gesehen, aber da sah er schon vom ersten Anschein sehr mitgenommen aus und ich denke, der ist auch seitdem wahrscheinlich wach und oder wenig Schlaf und das, weil da sind natürlich sehr viele Kunden, die das natürlich jetzt auch nicht verstehen. Ich habe kein Backup gebucht und dann natürlich jetzt auch trotzdem Sturm laufen und oder auch wissen wollen, wie es weitergeht. Und ich finde aber die Kommunikation sehr klar und sehr deutlich. Also sie geben einen Zeitplan, sie haben auch gleich gesagt, macht euch keine Hoffnung, versucht irgendwie die Dienste online zu nehmen. Lasst alle Hoffnung fahren. Super. Ja, das man hat ja erst später die Bilder also vom Brand gesehen. Also der Brand war schon ziemlich krass. Also ich glaube, da war auch ein bisschen also Holzfußboden drin und dementsprechend erklärt sich das auch, warum das so heftig gebrannt hat. Also war kein Kohlensäurelöscher oder sowas, manchmal so kennt man doch vom ja, normalerweise sind diese RZs recht gut ausgestattet, was so CO2-Löschanlagen angeht, damit auch die Server nicht beschädigt werden beim Löschvorgang, indem halt der Sauerstoff entsprechend Anteil verringert wird. Und erstickt wird das Feuer, aber ich weiß nicht, entweder ist da was schiefgelaufen, da habe ich jetzt noch keine Details zugelesen, aber ja, es ist halt passiert und ja, ist Verkettung unglückliche Umstände ist ja immer das. Es gab ja mal so eine Fernsehserie Mayday, da wurden so Flugzeugabstürze untersucht und die Eingangsfloskel war immer, dass ein Unglück nur dadurch entsteht, dass verschiedene Dinge zusammenspielen, unglücklicherweise. Also keine, die jedes für sich genommen wäre, hätte man locker schaffen können, aber dass eben mehrere Unwägbarkeiten zusammenfallen, das ergibt dann die Katastrophe. Das, ja, klar. Hier wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Also es ging auch relativ schnell. Also ich habe sogar ein Foto gesehen. Man weiß natürlich nicht mal, wie echt das ist, aber ich glaube dem schon so ein bisschen, dass wo jemand die Temperaturüberwachung seines Servers gezeigt hat und ich glaube innerhalb von noch nicht mal 15 Minuten war das Ding auf 90 Grad und danach ist der ausgefallen, also kurze 15 Minuten später schon. Also das Feuer muss relativ in unter einer Stunde sich schon ziemlich krass entwickelt haben. Aber Menschen sind nicht zu Schaden gekommen? Nein, also da ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, das ist gut. Meine Daten ist kacke und Infrastruktur auch, aber solange keine Menschen dran sind, kann man ja vielleicht irgendwie wiederherstellen. Ja. Wir haben übrigens ziemlich fiese Hörer. Unser Hörer Nummer 1, der Sascha, der schreibt, die armen Admins, die gerade ihre Exchange-Server gepatcht und gesäubert haben und dann brennt das Rechenzentrum ab. Das ist wirklich böse. Sascha, du bist böse. Das hat so ein bisschen was von der Filmserie Final Destination. Du bist auf jeden Fall dran. Du bist auf jeden Fall dran, egal was. Da geht es im Großen und Ganzen darum, das ist eine Filmserie, Mitte 90er Jahre ging die los, so Teenie-Horror-Geschichte. Der erste Teil beruht darauf, eine Schulklasse reist in den Europaurlaub oder kommt von Europa zurück und auf jeden Fall auf dem wollen ein paar Jugendliche noch das Flugzeug erreichen, zur restlichen Klasse, schaffen es aber nicht. So, und überleben so quasi den Flugzeugabsturz beim Start. Mhm. Und der Tod will die aber trotzdem dran haben. Und dann geht es im Grunde genommen eigentlich nur darum, wie der Tod diese verbliebenen Jugendlichen dran kriegt.
klingt auch sehr nach schwarzem Humor, oder? Oder ja, die eine oder andere Humor. Ist vom, nur schwarz. Ja, das auch. Also der ein oder andere Todesfall ist da schon, ja. Spektakulär. Etwas spektakulär und etwas morbid, weil du halt wirklich merkst, so, okay, eigentlich sollte jetzt diese Falle losgehen. Nee, da weicht der Charakter aus. Ah, dann kommt das nächste und das nächste. Also so teilweise 3-4 Ansätze, bis die Figur dann stirbt. Da weiß man als Zuschauer auch gar nicht mehr, mit wem man sich jetzt identifizieren soll, ne? Mit dem Tod, ja, der da endlich zum Zuge kommt, oder mit dem, der da dem noch eben von der Schippe gesprungen ist. Könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal denke, ja, jetzt hat er ihn. Oh, wir haben einen umgebracht. Herrlich, schön, wunderbar. Ja, die Arme mit dem Rechenzentrum. Hm. Ja, Sascha schreibt noch, vom Brand war ich nicht betroffen, von dem anderen schon. Ja, wer war nicht von dem Exchange-Server betroffen? Das ist ja Stufe Rot vom BSI. Ich glaube, die kommt auch nicht so häufig. Also, da ist mal einiges in Bewegung gewesen und sicherlich auch immer noch, wer weiß. Ich habe mal versucht, bei uns im Hause nachzufragen, aber ich habe noch nicht den entsprechenden Menschen erreichen können. Vielleicht war er gerade beim Updaten, keine Ahnung. Das ist auch kein Spaß. Ja, so sind wir alle dann doch anfällig. Aber Sendegarten natürlich nicht. Wir sind absolut robust. Wir sind, wie sagt man, resilient. Wir bestehen alles. Unkraut vergeht nämlich nicht. Ja, Oh je, schlechte Wortspiele für 100. So, ich habe auch einen Lötenscheiß mitgebracht. Und zwar habe ich gelesen und gehört, dass Methodisch Inkorrekt, die wunderbaren Physiker von der Uni Duisburg-Essen, wobei der eine ja nicht mehr da ist, der ist ja jetzt in Ludwigshafen, im Wasserturm, die haben eine virtuelle Laborführung gemacht. Also der Nicolas Wörl hat eine Kamera mitgenommen und ist in sein Labor gegangen, da wo sie ihre, oh Gott, Nano, Kohlenstoff, Plasma, was weiß ich für Apparate haben und da ihre Diamanten züchten und so weiter. Und der Reinhard Remfort war von Ferne zugeschaltet. Und dann sind die im Prinzip so einmal so durch diese ganzen Apparate gegangen und haben mal im Detail so, also ja, nicht bis ins Kleinste, aber so größenordnungsmäßig mal erklärt, so hier ist, wenn man da so vor so einem Aufbau steht, da sieht man ja erstmal als Laie nur Schläuche und Drähte und Elemente, aber kriegt nicht so raus, was ist denn jetzt was und wofür braucht man das denn eigentlich? Und das haben die beiden so schön nachvollziehbar beschrieben und so unspektakulär auch. Nicolas ist dann so von einem Aufbau zum nächsten und hat so ein bisschen erzählt und haben so die allgemeine Versorgung und so weiter erklärt. Das war so informativ. Ich habe vieles von dem, was ich bei denen gehört habe, wo ich mir immer eine Vorstellung gemacht habe, so könnte es halt gewesen sein, habe ich dann da auch mal gesehen, so wie das tatsächlich aufgebaut ist, und das war einfach ganz großartig. Das ist ein YouTube-Angebot und da hat es Methodisch Inkorrekt, also Optisch Inkorrekt, das ist ja der Kanal zum Gucken, diese Laborführung gemacht. Das war wirklich ein Blütenschatz. Also das ist ganz großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen und muss nochmal Dankeschön sagen. Ich bin da auch mal eingeladen gewesen und es wurde sogar hinterher wieder erneuert. Ich darf mir das irgendwann auch mal in live angucken, wenn Corona vorbei ist. Aber das hat mir jetzt schon sehr viel, sehr guten Eindruck gegeben und das war einfach so gemütlich mit denen. Nicolas hat auch eine Weile da so mit, es sah fast aus, als hätte die Füße auf dem Tisch liegen gehabt. Also das war auch alles sehr hemdsärmelig und sehr angenehm. Methodisch Inkorrekt in sehr, sehr guter Laune. Und heute Morgen habe ich noch in den Logbuch Netzpolitik 385 reingehört, den neuesten, und habe zwei, also den Linus und den Tim gehört, die in ihrer ganzen Fassungslosigkeit über das, was auf politischer Ebene wieder zur Technik beraten wird, irgendwann in einem mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es hysterisches Lachen gewesen ist oder so, sie haben sich gegenseitig nur noch angestachelt und haben minutenlang laut und herzlich gelacht. Und das tat heute Morgen einfach so unglaublich gut, mit ihnen gemeinsam zu lachen. Das war total schön.
Da ging es um Blockchain zur, als Impfpass und ich weiß nicht, da kommen irgendwelche Ideen aus der Politik, die kann Sebastian wahrscheinlich viel besser einsortieren. Aber Linus hat das auch so ein bisschen auseinandergenommen und so nach dem Motto, und dann haben sie noch das überlegt und dann haben sie noch das überlegt und dann das und du glaubst nicht, was dann noch passiert ist und es wird immer absurder. Die Rettung war Humor. Humor hat dann rettet uns so wahrscheinlich. Also wenn alles schief geht, dann lachen wir uns einfach frei. Das war toll. Wenn das geht, wenn das gelingt. Hast du da auch schon reingehört, Sebastian? Ich habe nur den Anfang der Folge gehört, aber noch nicht zu Ende, deswegen das habe ich noch vor mir. Nicht bei den Blockchains, also da. Ich habe die zweite Hälfte habe ich auch noch nicht gehört. Vielleicht wird es ja da ganz furchtbar und dann fangen sie an zu weinen. Also ich kann, also mein Blütenschatz ist die erste Hälfte von LNP 385 und aber Minkorrekt Laborführung virtuell. Oder ja, virtuell. Es ist ja nicht nur gezeichnet und gemalt, sondern man sieht tatsächlich was. Naja. Der Reinhard Remfort, der hatte auf seiner Anlage Wackelaugen kleben. Und die hat der Nikolas abgemacht, weil es ihm nicht mehr seriös genug gewesen ist. Und da hat der Reinhard richtig gelitten. Er hat gefühlt minutenlang gewimmert. Meine Wackelaugen. Das ist schön. Ist auch irre, da siehst du da so Reaktoren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Und sieht echt so nach hoher Technik aus. Und dann jammern sie über Wackelaugen. Das ist so schön. Herrlich. Ganz wunderbar. Jetzt habe ich mich aber beruhigt. So, jetzt bin ich fertig. Was machen wir jetzt? Machen wir Schluss. Aber nicht ohne uns zu bedanken. Und mein Dank geht ganz besonders an die beiden Gäste, die uns heute erzählt haben, was es mit Perry Roden, mit dem Periversum und vor allen Dingen ihrem Podcast, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Radiofreies Erdruss auf sich hat, wo der Name herkommt, was es bedeutet und was wir als Hörende denn da finden können. Zwei sympathische Stimmen auf jeden Fall, Alex und Christoph, und da können wir noch den Markus erwähnen, der auch noch dabei ist, aber mehr schreibt als spricht, aber trotzdem zum Team dazu gehört. Genauso wie die Ehefrau, die die Grafik macht und der Musiker, der diese Intro-Sequenz von 35 Sekunden, wo ich gedacht habe, oh Gott, 35 Sekunden Intro, jetzt geht's auch mal los. Aber tatsächlich ist die Musik sehr schön und es lohnt sich, sie anzuhören. Wir haben auch ein sehr schönes Outro. Habt ihr, also weit bin ich nicht gekommen, ja, das ist so peinlich. Oh, ganz zum Schluss noch eben. Wir haben doch Kapitelmarken. Ja, hätte ich ja hinspringen können, naja. Ja, da hört er halt über Spotify. Ja, ja. Nein, ich höre über Pocket Cast, aber das sind auch nicht immer, ich weiß auch nicht. Ach, normalerweise benutze ich sowas gar nicht, so Sprungmarken. Doch, letztens, da musste ich mal irgendwas finden. Doch. Aber selten, aber dann freue ich mich doch, wenn sie da sind, genau. Gut, also an euch nochmal der wiederholte Dank, vorhin auf der Gartenbank ja schon, dass ihr hier da gewesen seid. Das war ja jetzt wirklich reiner Zufall. Ihr habt geschrieben, uns gibt es und könnt ihr nicht mal über uns reden. Und da habe ich gesagt, über euch reden ist ja blöd. Schöner ist ja, wenn wir miteinander reden. Und das haben wir heute so klasse hingekriegt. Ganz herzliches Dank für euren Besuch und eure Geschichte. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wie gesagt, ich habe Sonntag, als die Mail kam, einen kleinen Herzkasper gekriegt. aber konnte ich uns natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen war eine super Sache. Ich habe zwar echt Angst vor morgen früh, aber wir hören uns zu Band 4000 wieder. Ja, gerne. Also können wir jetzt schon sagen, falls es den Sendegarten dann noch gibt, können wir gerne die 4000 ins Auge fassen. Melde dich einfach frühzeitig und sag hier bei 3999, wir müssen mal einen Termin machen. Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Das ist schön. Eine nette Plauderei unterm Gartenbaum. Das soll es sein und hoffentlich hat das funktioniert. Gut. Ja, und das geht natürlich nur, weil eine gute Mannschaft dabei ist. Von der guten Mannschaft ist jetzt noch einer übrig geblieben. Der muss nachher das Licht ausmachen. Der Sebastian nämlich. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, ja. Sebastian. Und noch immer bist. Und das Outro noch spielst und überhaupt das Mischen und was eben machst. Ja,
Sehr gerne. Oft genug sagen. Aber das wäre ja alles nur die halbe Miete, wenn wir nicht die Menschen hätten, die uns hier zuhören, wie das, die uns ihre Ohren schenken oder jetzt auch ihre, jetzt gerade in diesem Augenblick ihre Aufmerksamkeit, nämlich die Live-Zuhörenden, die sie bei der Entstehung dabei sind und sich immer freuen, wenn irgendwas schief geht. Heute nicht. Alles gut gegangen. Wir können die Aufnahme quasi 1:1 benutzen, aber die uns gelegentlich auch mal einen netten Spruch in den Chat schreiben und das macht immer großen Spaß. Dankeschön bei der, für die Live-Hörenden und die, die hier jetzt im Chat damit geschrieben haben. Danke euch. Und natürlich geht der Dank an alle, die Podcasts so nutzen, wie es eigentlich erfunden worden ist, nämlich als Begleitmedium beim täglichen Tun, Gehen, Radfahren, auf dem Hometrainer, wo auch immer man jetzt zurzeit unterwegs sein kann, das Begleitmedium, dass ihr uns eure Ohren leiht. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Und damit ist dieser Sendegarten zu Ende. Das war die 118. Folge, glaube ich. Lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, genau. Und die ist jetzt damit zu Ende. Wir sagen Tschüss, danke fürs Dabeisein und kommt gut in die Nacht. Ja, tschüss zusammen. Tschüss. Erdruss fällt nicht. Erdruss fällt nicht, genau.